Vielen Dank, Daniela, dass du mich eingeladen hast zu diesem Gespräch. Aufhänger war, glaube ich, dieses neue Buch über den Nonnenkongress, was dieses Jahr erschienen war und dadurch ausgelöst hattest du, glaube ich, die Idee, dass ich diesen Vortrag heute halte. Wir haben aber auch aktuelle Schlagzeilen. Weiß nicht, wer es gesehen hat. Hab ich mir vorhin noch ausgedruckt aus dem Internet. 8. November 2010, CNA und The China Post, also aus Taiwan, kommt die Meldung, 6 US- und europäische buddhistische Nonnen ordiniert in Taiwan. Hat es ja eigentlich schon öfter gegeben, dass westliche Nonnen in Taiwan ordiniert wurden, ne? Aber hier handelt es sich jetzt um eine Gruppe von Nonnen aus dem Zentrum von Tsogyal Rinpoche in Frankreich, von Lerapling. Und die haben jetzt, also ich weiß nicht genau, ob es das erste Mal in der Geschichte des Buddhismus ist, das müsste man jetzt nochmal genau recherchieren, aber sie haben auf jeden Fall die Shikshamana-Ordination genommen. Also die Nonnen, die hier im tibetischen Zentrum sind, die haben eigentlich immer nach der Novizordination gleich ähnlich wie die Mönche die volle Ordination genommen. Aber eigentlich nach dem Vinaya soll es noch so eine Zwischenstufe von 2 Jahren geben. Und tibetische Mönchsgelehrte fragen immer wieder danach, was ist jetzt eigentlich mit dieser Zwischenstufe, ne? Und das steht halt so in den Lehrbüchern. Und dann erwartet man auch immer, dass es dann eigentlich auch so gemacht wird. Und ja, aus verschiedenen Gründen, die vielleicht später nachher wir nochmal diskutieren können, aber auf jeden Fall hat jetzt eben zum ersten Mal dort in einem Nonnenkloster diese Shikshamana-Ordination wird nur von Mönchen gegeben. Und nach den Belegen in den Schriften wird sie immer von den, habe ich jetzt gesagt, Mönchen oder Nonnen? Mönchen. Nein, wird immer von den Nonnen gegeben. Entschuldigung, habe ich mich versprochen. Und das ist eben etwas, wo aber nicht eine einzelne Nonne ausreichen würde, um die Ordination zu geben, sondern es müssen mindestens 6 Vollordinierte sein oder eigentlich 12, ne? Also ein wirklicher Sangha, der diese Ordination durchführt. Und das hat jetzt zum ersten Mal stattgefunden und offenbar hier auch großes Interesse der taiwanesischen Presse gefunden, die darin jetzt den Grundstein sozusagen für die Klosterbildung in Europa sehen. Kann man sich nochmal online durchlesen, also eine aktuelle Meldung. Ich wollte nochmal fragen, wenn ich mich so umschaue, ich glaube, viele haben schon von dem Thema gehört, ne? Also wer hat schon mal sich mit dem Thema beschäftigt? Darf ich nochmal so um Handzeichen bitten? Oberflächlich, okay, auch. Oder noch gar nicht? Oberflächlich. Wer war denn beim Nonnenkongress 2007 dabei? Eins, zwei, kurz. Ah. Ja. Eine Lehrveranstaltung von Lambert Schmidthausen. Da war auch einiges übernommen. Da haben wir das gemacht, genau, bei der Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung. Da hatten wir schon ein paar Vorträge von Petra Kiefer-Pühls und mir und so. Da warst du ja auch dabei, ne? Volker. Ja. Und dann jetzt nochmal, einfach damit ich mich so ein bisschen drauf einstellen kann, hattet ihr Zeit, wenigstens einen von den beiden Artikeln, die ich empfohlen hatte, vorher nochmal zu lesen, in Buddhismus aktuell oder Tibet und Buddhismus? Nicht so. Gut. Ja, also die gute Nachricht ist, dieses Buch, wer hat das schon gelesen? Das kommt jetzt demnächst auf Deutsch raus. Also wer es jetzt noch nicht gelesen hat, hebt es sich dann vielleicht auf, bis die deutsche Version erscheint. Das ist also dieses Buch, was bei Wisdom Publications ist, das wirklich ungewöhnlich gut gelaufen. Die haben schon in dem ersten Monat 1300 Exemplare verkauft davon. Das ist wirklich sehr gut angelaufen. Und das hat jetzt der Steinrich Verlag hier in Deutschland. Das ist ein neuer Verlag, der sich aus Theseus heraus entwickelt hat. Die haben sich das, da sitzt schon ein Übersetzer dran. Ich hoffe, ein guter. Doch, ich bin voller Vertrauen darauf. Und ja, das wird also dann demnächst auch möglich sein, auf Deutsch zu lesen. Ja, das kann ich, ja, das ist, also man muss eigentlich nur, weiß ich jetzt auch nicht, was gibt man da ein? Die Internetadresse www.chinapost.com Taiwan und dann Print 279084 HTM. Das ist ein bisschen schwierig. Also das machen wir vielleicht nachher im Forum oder irgendwie, wenn das hochgeladen wird. Ja, dann laden wir das mit hoch. Ich habe mir das schon ausgedruckt, das ist aber auf Englisch. Ja,
Ich hatte gesagt, vielleicht gebe ich kurz eine kleine Einführung, worüber ich sprechen möchte. Und zwar zum einen über Sinn und Zweck der Nonnenordination im Buddhismus. Also wofür ist Ordination überhaupt gut und ist das noch zeitgemäß heutzutage? Wenn man hier sieht, wie viele Leute kommen, hat man den Eindruck, es ist nicht so der Renner, ne? Und dann ist die Frage, warum ist das Thema der Ordination auch für Nicht-Ordinierte Praktizierende des Buddhismus wichtig? Ich meine, alle, die ordiniert werden, kommen natürlich aus dem Laienstand. Also eigentlich kann es von daher für alle wichtig sein, weil irgendwann wird man es vielleicht mal. Man wird ja nicht als Nonne geboren oder als Mönch, ne? Sondern entscheidet sich irgendwann mal dazu. Welche Auswirkungen haben verschiedene Interpretationsmöglichkeiten des Vinaya, also des Hauptregelwerks oder des Handbuchs der ethischen Grundlagen des Buddhismus auf das Leben buddhistischer Frauen heute? Und dann wollte ich in dem Kontext ein bisschen auf meinen Forschungsansatz an der Uni eingehen. Das war damals eigentlich auch noch so die Idee, dass einige sagten, sie würden gerne mal wissen, woran ich da eigentlich arbeite. Allerdings sind die, die das gesagt haben, heute auch nicht da. Aber die hören dann vielleicht später das Tape. Und dann, wie beeinflussen also diese Interpretationen die Etablierung des Buddhismus im Westen? Da können wir nochmal über Chancen und Gefahren nachdenken. Das war eigentlich so hauptsächlich jetzt der kurze Überblick, ne, was ich heute ansprechen wollte. Diese Frage Sinn und Zweck der Nonnenordination, wofür ist das überhaupt gut? Warum macht man das? Da habe ich ein paar kleine Verse mir rausgesucht aus einem Text, den Volker übersetzt hat, ins Deutsche netterweise, aus dem Pratimoksha Sutra der Mulasavastivadins. Und zwar steht da, das also muss ich vielleicht dabei sagen, dieses Hauptregelwerk, das Pratimoksha Sutra, ja das Sutra zur eigenen Befreiung, da gibt es zwei von, eins für die Mönche und eins für die Nonnen. Und das soll schon zu Buddhas Zeiten entstanden sein, von ihm selbst gelehrt worden sein und wurde dann eben alle 14 Tage, also zweimal im Monat, an den entsprechenden Mondtagen, am Vollmond und Neumond sozusagen, das ist nach unserem Kalender immer etwas anders, nach dem Mondkalender halt, wurde das rezitiert und vorher hat man sich bereinigt von diesen Verfehlungen gegen das Gelübde, gegen diese ganzen Ordensregeln, die man hat. Und dann wurde eben, wenn man wieder rein war, dieses Sutra rezitiert, um eben sich in seiner Praxis zu stärken und sich zu vergegenwärtigen, diese Regeln, nach denen man eigentlich leben will. Also ist so der monastische Kodex, nach dem man eigentlich lebt, ne? Und da heißt es eben in der Einleitung dieses Sutras, das Hauptregelwerk, ich habe jetzt nicht alles genommen, nur ein paar Verse mir rausgepickt, das Hauptregelwerk ist die Grundlage für die Ausübung der drei Übungen des Allwissenden und ist das Schiff der drei Juwelen, daher werde ich es inmitten der edlen Gemeinde erklären. Das erleuchtete Verhaltensregelwerk ist voll wie der große Ozean. Und dieses Hauptregelwerk ist das Herz und die Essenz. Der Wohnsitz alles grenzenlosen, tiefgründigen Wissens. Dies ist die Methode zur Befreiung überzusetzen von zyklischer Existenz, die tiefer ist als der Ozean. Dies ist die sichere Brücke für Wesen, die zu höheren Zuständen der Wiedergeburt reisen. Ich wollte nur diese paar Verse hier rausnehmen. Also wichtig ist wirklich zu verstehen, dass in der buddhistischen Tradition dieses Pratimoksha-Sutra wirklich als das Herzstück gesehen wird und auch als die Grundlage aller buddhistischen Praxis, wo eben durch die Ausübung der Disziplin, dieser ethischen Disziplin, der eigene Geist so stark beruhigt wird,
dass man überhaupt erst die Konzentration üben kann. Also es geht hauptsächlich darum, dass man die Sinne mehr kontrolliert, ja, die fünf Sinne, die ständig abschweifen zu allen möglichen Objekten der Begierde, die wir haben, und dadurch die Ablenkungen so groß sind, dass man eigentlich gar nicht richtig zu sich nach innen kommt, ne? Also wir kennen das vielleicht, wenn wir schon mal gefastet haben oder uns so zurückgezogen haben und die ganzen äußeren Dinge in einer Klausur oder so auf das Äußerste begrenzt haben, ja, dass wir also wirklich sehr genügsam leben mit ganz wenig und vielleicht auch schweigen und so weiter, dass dann eben wir immer mehr nach innen kommen. Und das ist eigentlich der Grundgedanke, dass wenn man nach dieser Disziplin lebt, dass man dann eben wirklich nach innen kommt, der Geist immer ruhiger wird, man dann darauf aufbauend sich sehr gut in der Meditation schulen kann, die Konzentration immer stärker wird und dann Kraft der Konzentration man in der Lage ist, die Weisheit zu üben, sehr zielgerichtet auf die Objekte zu richten, die Objekte zu analysieren und dann eben dadurch die Möglichkeit hat, die Wurzel der Unwissenheit zu durchschlagen und so aus dem Daseinskreislauf rauszukommen. Also wird wirklich als die Essenz und die Basis der gesamten Praxis zur Erleuchtung zu kommen gesehen, als ein Schiff, das uns über diesen Ozean des Samsaras bringt, hinaus zu dem tiefgründigen Wissen. Das ist nur jetzt kurz nochmal so als wichtigen Punkt, den man einfach verstehen muss, dass das in allen Traditionen von allen Lehrern, auch wenn sie das zu nicht ordinierten Schülern vielleicht nicht so sagen, immer mitschwingt. Ja, das ist einfach da, diese Überzeugung seit Jahrtausenden. Und dann, also wenn man eben die Ordination nimmt, auf Tibetisch heißt das Rabjung oder Pravrajya auf Sanskrit, dann heißt das, dass man eben hinauszieht von einem Leben als Haushälter in das Leben eines Asketen. Ja, also dass man dann ohne Wohnung, ohne Familie und so weiter ist. Früher ist man halt gewandert als Asket in die Wälder gegangen, hat sich von allem verabschiedet, von dem ganzen Tumult des weltlichen Lebens und ist dann eben in die Wälder gegangen, hat sich dort unter die Bäume gesetzt, hat meditiert, nur von Almosen gelebt und so weiter. Also heute würden wir sagen Aussteiger, ja. Aber das war es eben in gewisser Weise früher zu der Zeit, als der Buddha gelebt hat, war es eigentlich mehr Sitte, dass wenn man in die Wälder gegangen ist zum Meditieren, dass man das erst gemacht hat, wenn man schon geheiratet hatte, die Kinder großgebracht hatte und dann sozusagen seine Pflichten erfüllt hatte als Haushälter. Ja? Aber das ist eben später eine andere Zeit gewesen, wo dann es eben als besonders heilsam galt, schon früh zu gehen. Der Buddha hat ja seine, Siddhartha, Buddha war er zu der Zeit noch nicht, aber Siddhartha hat ja eben seine Ehefrau verlassen, sozusagen bei Nacht und Nebel, so wird es zumindest erzählt, und hat sich diesen weltlichen Pflichten entzogen und hat sehr früh seine spirituelle Suche aufgenommen und ist natürlich bis heute unser Vorbild. Wenn man ordiniert wird, dann sieht man immer den Buddha vor sich und denkt, ich mache das jetzt genauso. Ich gehe jetzt und verlasse das Familienleben, ich verlasse das Berufsleben und ich mache das so wie der Buddha und folge seinem Vorbild. Ne? Das ist ja wirklich das, man schneidet sich auch die Haare ab, so wie der Buddha das getan hat, ja, und dann legt man das Ordensgewand an und geht diesen Weg. In der tibetischen Tradition, vielleicht sollte ich vorher noch sagen, also was auch eben in diesem Zusammenhang ein wichtiger Begriff ist, ist Nejung oder auf Sanskrit Nisarana. Das heißt sowas wie, dass man definitiv hinauskommt oder hinaus will, ja. Das bezieht sich eben auch wieder auf den Daseinskreislauf, dass man diese tiefe Entschlossenheit, die Entsagung, diesen Wunsch nach Befreiung entwickelt, dass man wirklich raus will aus dem Daseinskreislauf. Und mit dieser tiefen Entschlossenheit nimmt man dann dieses Gelübde und verspricht, dass man das bis zum Ende seines Lebens einhalten will, als ein Mittel, wenn man dann diese Regeln aus dem Hauptregelwerk, aus dem Pratimoksha Sutra einhält, dass man auf dieser guten Grundlage dann eben tatsächlich Nirvana erreichen kann. Das ist die Einstellung. Und dann ist einem alles andere auch wichtig. Das hat dann die erste Priorität im eigenen Leben. Das ist schon wie so ein innerer Ruf, eine Berufung oder so, die man spürt, dass man eben wirklich diesen Weg gehen will und ihn ganz eben diesem inneren Weg
widmen möchte. Da gibt es dann eben 10 Regeln, oder in der tibetischen Tradition werden die auf 36 noch ausgeweitet. Und das heißt, dass wenn man eben, das Entscheidende dabei ist das Zölibat natürlich, also die 4 Hauptregeln sind die gleichen wie beim Laiengelübde: nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht zu lügen und eben anstatt sexuelles Fehlverhalten jeglichen sexuellen Kontakt aufzugeben. Ne? Und das rutscht dann auch interessanterweise, wenn man die Texte vergleicht. Bei den Laiengelübden steht immer das Töten vorne an erster Stelle und bei den Mönchs- und Nonnengelübden kommt dann immer das Gelübde, keinen sexuellen Kontakt zu haben, ganz oben. Also das, was man auch denkt, das vielleicht am leichtesten gebrochen werden könnte oder am schwersten zu halten ist, weil man davon ausgeht, dass die sexuelle Begierde die stärkste Begierde ist, ne, und von daher auch eben sehr viel Kraft hat. Und jetzt will ich nicht die Vor- und Nachteile des Zölibats hier diskutieren. Das ist natürlich auf dem Hintergrund der westlichen Psychologie, habe ich auch schon öfter gedacht, wäre auch ein Thema, was mich mal reizen würde, mich damit mal etwas intensiver zu beschäftigen. Aber das wollen wir nicht heute tun. Aber es steht sicher auch an, dass man das nochmal neu beleuchtet, wo das eigentlich herkommt und was da die Grundgedanken sind. Auf jeden Fall denke ich, dass das mit da reinspielt, diese Umstrittenheit des Zölibats und dann noch hier im deutschen Norden, ja, das, wo ja doch viel der Protestantismus irgendwo vorherrschend ist, ne, dass man eben doch das vielleicht nicht mehr so, weiß nicht, wie sagt man heute? Nee, schick sagt man nicht, aber ist egal, auf jeden Fall, dass man das nicht mehr so toll findet, so einen Lebensweg zu gehen, so attraktiv, ja. Und auf jeden Fall heißt es, dass diese Gelübde, wenn man die genommen hat, dass sozusagen 3 Umstände besonders dazu beitragen können, dass das Gelübde wieder degeneriert, die Praxis degeneriert und dass man das Gelübde nicht aufrecht halten kann. Das ist, wenn man eben nicht seinen Lehrer oder seine Lehrerin jeden Tag um Anweisung, um Rat fragt, wenn man die also man soll dann die Zeichen eines Laien aufgeben. Das heißt, dass man eben wirklich die langen Haare aufgibt, die weltliche Kleidung aufgibt und so weiter. Und wenn man das nicht macht, sondern weiter dann wieder so äußerlich mit den Zeichen sich umgibt, wie man das auch vor der Ordination getan hat, dann kommt man in alle möglichen Situationen, die es unter Umständen sehr schwer machen, das Gelübde langfristig aufrecht zu erhalten. Weil das natürlich auch ein Signal an die Welt ist und ein Signal an sich selbst, sich zu erinnern, welchen Weg man da eigentlich gehen will. Und dann das Dritte ist eben, dass man die Zeichen eines Ordinierten anlegt, also dass man die Haare schneidet, dass man die Robe immer trägt und so weiter. Das ist etwas, was zumindest in Asien früher sehr streng eingehalten wurde. Und das ist etwas, was inzwischen auch im Rahmen der Säkularisierung weltweit degeneriert. Ich habe vor kurzem einen sehr netten Mönch aus Frankreich getroffen, auch buddhistischer Mönch, auf einem Treffen der Europäischen Buddhistischen Union. Und der war ganz überrascht, dass ich bei einer Bootsfahrt mein Ordensgewand trug und meinte, also bei Ihnen macht das keiner mehr. Ne? Das wäre alle von, wenn sie, er würde viel zu interreligiösen Begegnungen gehen mit Mönchen und Nonnen aus allen Traditionen, aus allen Religionen. Und sowohl die Mönche als auch die Nonnen in Frankreich, vielleicht hängt das mit diesem Kopftuchverbot zusammen, die würden eben inzwischen nicht mehr im Ordensgewand kommen. Ich habe selber mal Nonnen im Kloster Rüdesheim von den Benediktinerinnen besucht und die sagten mir, ja, unsere Mönche, die machen das nicht, aber die Nonnen, die tragen das Ordensgewand weiter. Ich will das gar nicht bewerten, ich sehe einfach nur, beobachte das. Das sind eben verschiedene Tendenzen und gibt aber auch teilweise Orden, die sich zum Beispiel medizinisch und so weiter engagieren, ja, und wo eben einige heute wieder sagen, gerade von den jungen Frauen zum Beispiel, habe ich kürzlich auch in Amerika eine getroffen, ne, die dann sagte, also sie haben überhaupt kein Ordensgewand mehr, das ist einfach ganz abgeschafft worden und die in ihrem Alter finden das eigentlich auch alle schade, weil selbst bei der Ordination kriegen sie kein Ordensgewand mehr, also es existiert gar nicht mehr, ist gänzlich abgeschafft worden und manche möchten das gerne wiederbeleben. Ja, ehrlich gesagt, ich wollte ja auch mein Leben etwas einfacher machen, wenn ich jetzt ständig mich da noch umziehen muss. Das habe ich ja selbst bevor ich Nonne wurde nicht gemacht. Das wäre mir jetzt einfach zu stressig, muss ich ganz ehrlich sagen.
das ist ja auch ein Kostenfaktor, da muss man alles doppelt haben und so. Also ich finde das nicht so praktisch, also entweder oder. Aber naja, also bei uns ist das ja noch nicht so Thema. Seine Heiligkeit trägt seine Robe ja auch immer und ich habe ihn noch nie in anderen Kleidern gesehen. Ja, warum ist das Thema der Ordination auch für nicht ordinierte Praktizierende des Buddhismus wichtig? Also ich deutete das vorhin schon an, seit 2500 Jahren liegt die Verantwortung dafür, den Buddhismus aufrechtzuerhalten bei den Mönchen und Nonnen hauptsächlich, vor allem natürlich bei den Mönchen. Und das geht auch auf einen Satz im Pratimoksha Sutra zurück, wo es eben heißt, wenn ich von euch gegangen sein werde, wird dieses Hauptregelwerk, also dieses Pratimoksha Sutra, jenseits der Trauer euer Führer sein, sagte der Buddha. Oder im Mahaparinirvana Sutra steht es noch ein bisschen ausführlicher drin. Da habe ich jetzt nicht die deutsche Übersetzung so schnell noch raussuchen können, aber ich mache das jetzt mal so aus dem Englischen. Da sagt der Buddha sinngemäß, also Bhikshus, nachdem ich der Lehrer von euch gegangen bin, solltet ihr euch nicht dem Gedanken hingeben, es gibt hier keinen Lehrer mehr, der Lehrer ist nicht da. Denn ich habe euch angewiesen, das Pratimoksha-Sutra jeden halben Monat zu lesen, zweimal im Monat zu lesen. Und von heute an ist dies euer Lehrer? Ist dies der Lehrer? Bhikshus, ihr seid zusammengekommen als Gemeinschaft und solltet gemeinsam dann auch klären, welche Verstöße gegen die Regeln stattgefunden haben. Also es heißt, der Buddha hat, das ist wirklich wichtig, das zu erkennen, der Buddha hat keinen Nachfolger eingesetzt. Er hat nicht, Geshe Thupten hat das immer als Beispiel dafür genommen, dass der Buddhismus demokratisch organisiert ist und hat gesagt, der Buddha hat das eben nicht weitergegeben an eine Person und gesagt, das ist jetzt Kashyapa oder so, ist mein Nachfolger oder Utpali oder Ananda. Ja, waren ja alles Arhats, sondern er hat gesagt, von jetzt an ist dieses Pratimoksha-Sutra euer Lehrer. Und solange eben dieses Pratimoksha-Sutra eingehalten wird, bleibt der Dharma bestehen, bleibt der Dharma in der Welt. Davon ist das abhängig. Ja? Das ist natürlich, wenn man sich das überlegt, schon ein ganz wichtiger Faktor, ja, dass wenn wir jetzt sagen, wir wollen den Buddhismus hier im Westen etablieren, aber legen auf die monastische Tradition keinen Wert mehr. Ich frage mich, ob wir das wirklich abschätzen können, nach 2500 Jahren Tradition, welche Auswirkungen das haben würde, wenn wir das einfach so abschaffen und vernachlässigen, diesen Aspekt, aus welchen guten Gründen auch immer. Und ich denke, das ist eben schon, also zumindest für diejenigen, die Buddhisten sind, ein ganz wichtiger Punkt, den sie sich gut überlegen müssen und sich mit auseinandersetzen müssen. Jetzt kommt die Frage, ich muss zwischendurch mal auf die Uhr schauen, welche Auswirkungen die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten des Vinaya auf das Leben buddhistischer Frauen heute haben. Und da ist es so, dass ich da eben doch ein bisschen leider ausholen muss, hier zu meiner Forschungsarbeit. Aber ich nehme das nicht alles, sondern nur ein paar Punkte hier raus, weil das ist ja die Frage, wenn man sagt, welche Auswirkung haben die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten, da muss man ja erstmal wissen, wo gibt es denn da was überhaupt mit diesen verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten gemeint, wo gibt es die überhaupt, das ist der falsche. Gucken, dann dieses hier, ja, genau. Das wollen wir aber nicht, das brauchen wir jetzt nicht. Wo geht denn hier der Scroll-Down und dies? Ach, hier, ich sehe schon. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ja, und zwar ist es so, also ich arbeite in meinem Forschungsprojekt hauptsächlich zu dem Ordinationsritual für Frauen. Das heißt also hauptsächlich zu dem Bhikshuni-Ordinationsritual, also dem Ritual für vollordinierte Nonnen. Aber das fängt an mit der
Gründung des Nonnenordens, dieser Text, also wie überhaupt die Gründung des Nonnenordens abgelaufen ist. Und dann kommt eben die Ordination der ersten Nonne von Ma Prajapati, die eben vom Buddha selbst noch ordiniert worden ist. Dann waren in ihrem Gefolge noch 500 Frauen, die auch Nonnen geworden sind. Und dann wird erklärt, dass eben die anderen Frauen in einer stufenweisen Ordination ordiniert werden sollen. Und dann kommt die Erklärung für verschiedene Ordinationsstufen, die mit der Ordination zur Laienpraktizierenden anfangen. Ja? Und dann kommt so eine Stufe nach der anderen, dazu komme ich gleich noch. Und auf jeden Fall gibt es insgesamt, hört man auch oft in dem systematischen Studium des Buddhismus, wird immer von 18 Schulen gesprochen. Von diesen 18 Schulen sprechen alle Traditionen. Ich zähle die jetzt nicht auf. Und ungefähr 9 oder 10 von denen haben auch Vinayas hervorgebracht. Also das heißt, wir sind mit verschiedenen Versionen des Vinaya, dieses monastischen Kodexes, konfrontiert. Und 3 von diesen Schulen sind heute noch erhalten. Und die Tibeter betonen dabei immer, dass man unterscheiden muss zwischen der Überlieferung der Erklärung und der Überlieferung des Gelübdes. Also einmal gibt es ja diesen Vinaya-Text, der erklärt wird von Lehrer zu Schüler, von Generation zu Generation. Das heißt, man darf das immer nur weitergeben und weiter erklären an andere, wenn man es selber auch von einem qualifizierten Lehrer erhalten hat. Und mit dem Gelübde ist es genauso, ja. Und dann ist immer die Frage, ob beides heute noch lebendig ist. Sowohl die Tradition der Erklärung als auch die Tradition des Gelübdes. Das ist wichtig als Hintergrund zu verstehen. Es gab ja, oder gibt es ja immer noch so ein Studium hier ein Jahr, oder was, Vinaya, ist das weder das für das Studium, nur eine Übertragung, oder ist das noch was anderes? Ja, die bei uns im Hause das unterrichten, die haben auch selbst diese Erklärungen von Geshe Thupten Ngawang bekommen und sind dann auch sozusagen autorisiert, sie weiterzugeben. Ne? Genau, aber das ist natürlich nur ein ganz kleiner Aspekt daraus, weil Geshe Thupten hat sich da beschränkt auf die Erklärungen für Laienpraktizierende, weil es eine Regel gibt, dass man diesen Vinaya ja eigentlich nur vollständig nur lehren darf an diejenigen, die vollständig ordiniert sind und die anderen nicht. Das gibt es allerdings so nur in der tibetischen Tradition. In anderen Traditionen ist das zumindest heute nicht mehr so. Zum Beispiel in Sri Lanka kann man an jeder Universität den Vinaya ja auch vollständig studieren, auch mit meistens sind es Buddhisten, aber mit Lehrkräften, die eben oftmals sogar Laien sind und keine Mönche sind. Also, aber in der tibetischen Tradition wird das sehr wichtig genommen, dass diese Erklärungen nur weitergegeben werden an jemanden, der voll ordiniert ist. Und das ist der Grund, warum eben die tibetischen Nonnen, die heute ein Geshe-Schulungsprogramm durchmachen, warum die eben plötzlich den Vinaya ja nicht mehr vollständig studieren dürfen. Also am Ende ihres Studiums müssten sie eigentlich 2 Jahre Vinaya machen und sie durften dann nur 1 Jahr machen, weil sie die Regeln der vollordinierten Mönche und Nonnen nicht studieren dürfen, weil sie nicht vollordiniert sind und dann damit haben sie nicht die gleiche Qualifikation, die wie die Mönche und deswegen kriegen sie den Geshe-Titel nicht. Ja, das hat wirklich eine große Konsequenzen. Also diese 3 erhaltenen Schulen des Vinaya sind eben die Dharmaguptakas, die Mulasavastivada-Schule und die Theravada-Schule. Ich werde da jetzt nicht auf die einzelnen Texte eingehen, weil so viel Zeit haben wir nicht. Und dann gibt es eben einen Hauptunterschied im Bereich des Ordinationsrituals. Und zwar ist es so, dass eben in der tibetische Tradition folgt dem Mulasavastivada und so zum Beispiel das Theravada folgt dem Pali Vinaya. Ja. Und wenn es um diese Ordination, die volle Ordination der Nonnen geht, dann gibt es sozusagen so einen vierfachen Rechtsakt nach dem tibetischen Vinaya. Und nach dem Pali-Vinaya muss ein 8-facher Rechtsakt stattfinden. Und zwar heißt das, es wird einfach gesagt, dass jetzt der Antrag gestellt wird, dass die und die Person die volle Ordination damit jetzt erhalten hat. Und das wird jetzt zum ersten Mal gesagt, zum zweiten Mal gesagt und zum dritten Mal gesagt. Und wenn jetzt keiner Widerspruch erhebt, dann ist es damit zum vierten entschieden. Ja? Und damit ist die Rechtsordination gültig. Das ist der 4-fache Akt, ja. Sozusagen übersetze ich mal jetzt ein bisschen vereinfacht, weil das andere ist so kompliziert. Und
Und zwar wird das zusammen ausgeführt bei den Nonnen. Bei den Mönchen wird das nur von Mönchen gemacht, da ist es einfach. Aber bei den Nonnen wird das von einer Mönchsgemeinschaft und einer Nonnengemeinschaft, also zwei Sanghas, gleichzeitig gemacht. Ja. Und der Kandidat steht sozusagen vor dieser Gruppe von Mönchen und Nonnen. Und es ist ein sogenanntes Karma, eine Ordenshandlung, ja, ein offizieller, formaler Ordensakt, der von beiden Sanghas gemeinsam ausgeführt wird. Und deswegen nur ein Vierfacher. Aber im Theravada heißt es, nee, die dürfen sich nicht zusammen versammeln, die Mönche und Nonnen, die müssen immer getrennt sein. Deswegen geht man morgens zu den Nonnen, die machen einmal den vierfachen Akt. Und dann müssen sie am selben Tag noch vor Sonnenuntergang bei den Mönchen erscheinen und die bestätigen das dann nochmal mit dem vierfachen Akt und deswegen ist es dann insgesamt ein Achtfacher. Ja? So, solche spitzfindigen Unterschiede gibt es da, ja. Und jetzt mal nur, um euch so wir nehmen das jetzt nur als Beispiel und gehen das jetzt nicht alles durch, aber nur damit ihr so ein bisschen euch vorstellen könnt, was es da für Interpretationsunterschiede gibt und warum das jetzt alles so kompliziert wird, wenn man das eben weltweit das Problem hat, dass in verschiedenen Traditionen die Nonnenordination nicht mehr da ist und jetzt kommen die ganzen Experten zusammen und immer wenn dann jemand an dieser Stelle das anders erklärt, dann sagen die, ach, der hat ja keine Ahnung von Vinaya, ne? Der weiß ja gar nicht, wie das steht, doch ganz anders in den Texten, weil jeder kennt in der Tradition ja immer nur seinen eigenen Vinaya und nicht den von den anderen. Und diese vergleichende Arbeit, wie wir das an den Universitäten machen, die gibt es so in den Traditionen noch nicht. Ja, die legen nicht die verschiedenen Texte nebeneinander und vergleichen das und sagen, ach, das sind jetzt verschiedene Textschichten und das hat sich historisch entwickelt und die Frage ist, was stand da wohl mal ganz am Anfang und woher kommen jetzt die Unterschiede und so. Wir gehen da ja ganz anders ran, ja. Aber das gibt's so in der Tradition nicht. Und das führt natürlich auch zu einem ziemlichen Durcheinander dann. Hat eben Auswirkungen, dass das ganze Getriebe sozusagen Sand hat, ja. Das geht mit dieser Ordination einfach nicht voran und dadurch sterben manche Frauen auch wieder und haben in Tibet seit 1000 Jahren diese Ordination nicht nehmen können und seine Heiligkeit hat ja hier in Hamburg gesagt, dass er denkt, man hätte sich damit mehr Nachdruck die ganzen Jahrhunderte drum kümmern müssen und jetzt muss man sich mal diese Folgen überlegen, wenn man denkt, dass das irgendwie überhaupt das Wichtigste ist auf dem Weg zur Befreiung, dass man dieses Gelübde nimmt. Und jetzt hat man dieses kostbare Menschenleben, ja, und ist überzeugter Buddhist und möchte das wirklich praktizieren. Und für 1000 Jahre ist das nicht möglich, nur weil sie mit diesen Spitzfindigkeiten hier irgendwie nicht sich klar werden und immer denken, na ja, aber wenn das, dann hätten ja die früher das schon gemacht und dass die das nicht gemacht haben, das muss ja einen guten Grund haben, dann machen wir das mal lieber auch nicht, weil wir wollen ja nicht die Tradition des Dharma gefährden, ja, und ja. Aber das wirkt doch so, als ob es für die Frauen besonders schwierig gestaltet ist, die Ordination. Ja. Das ist ja zu damaligen Zeiten, dass also da eine Gruppe, ich muss glaube ich 6 oder 12 Leute, also Mönche und Nonnen und die also zeitlich versetzt zu einer bestimmten Zeit anwesend und mit den langen Wegen und das ist ja alles sehr unwahrscheinlich, dass überhaupt zustande kommt. Das wirkt doch sozusagen wie Schikane, ne? Ja, kann man so denken. Ich versuche mich da jetzt mal frei von Bewertung zu halten im Moment noch, aber du darfst das natürlich gerne sagen. Ich möchte noch nicht so weit gehen, das jetzt zu bewerten. Also mein Ansatz ist, ich möchte einfach erstmal die Sachen ergründen, mir angucken, womit sind wir konfrontiert und dann am Schluss irgendwann mein Fazit ziehen. Ja, also als Wissenschaftlerin versuche ich da jetzt möglichst offen ranzugehen, ohne Vorurteile und ohne das zu schnell jetzt in die eine oder andere Richtung bewerten zu wollen. Auf jeden Fall jetzt ein letztes Beispiel, dann gehe ich hier wieder raus. Also ein anderer Hauptunterschied ist zum Beispiel, das habe ich jetzt die letzten Monate dazu gearbeitet, dass zum Beispiel heißt es, die erste Nonne Ma Prajapati ist dadurch ordiniert worden, dass sie 8 schwere oder 8 gewichtige Regeln, sogenannte Guru Dhammas oder aufs Pali Guru Dhammas, akzeptiert hat. Ja. Im Tibetischen heißt der erste davon, Frauen sollen die volle Ordination von Bhikshus ersuchen. Wenn man jetzt aber einen tibetischen Gelehrten fragt, egal ob Kagyu, Nyingma, Sakya, Gelug, werden die alle sagen, Nonnen müssen von Mönchen und Nonnen ordiniert werden, von einem Sangha von Mönchen und von Sangha von Nonnen. Und die Nonnen müssen voll ordiniert sein und weil es die bei uns nicht gibt,
können wir das Ritual auch nicht durchführen. Ja? Dann fragt man sich natürlich, wie kann das angehen? Das steht im Tibetischen, Lama Chö Dangpo und so weiter. Und dann, also erster Guru Dharma, und dann steht da, ich habe das wirklich korrekt übersetzt und habe das sogar mit dem Sanskrit verglichen. Wir haben ein Sanskrit-Fragment, diese Portion ist eigentlich überhaupt nicht erhalten. Nur dieser Text über die Nonnenordination ist gefunden worden in einem Stupa, ja, und Anfang des 20. Jahrhunderts und ist uns erhalten geblieben. Und ich habe das mit dem Sanskrit verglichen und da steht wirklich, Frauen sollten die volle Ordination von Bhikshus ersuchen. Da steht nicht von Bhikshus und Bhikshunis, ja. Und das ist, steht auch in der chinesischen Übersetzung, steht so in der tibetischen Übersetzung. Dann gibt es aber eben ein Ritual. Ja, das habe ich schon erklärt. Also jetzt wollen wir nicht noch weiter. Ihr merkt, jetzt komme ich in mein Thema. Da könnte ich jetzt Stunden drüber reden, aber das tun wir nicht. Jetzt nur mal zum Vergleich. Jetzt haben wir im Pali, ja, dieser tibetische Vinaya, diese Passage zum Beispiel, die ich jetzt da gerade übersetzt habe, die ist überhaupt noch nicht veröffentlicht. Ja, also das heißt, zu diesen Texten hat man keinen Zugang. Aber die Pali Text Society hat diese ganzen 6 Bücher des Vinaya alle schon auf Englisch veröffentlicht und die sind sogar schon 2-mal vollständig in 2 verschiedenen Übersetzungen erschienen, so wie auch der ganze Pali-Kanon schon übersetzt ist. Ja, das heißt also, viele westliche Nonnen haben sich, wenn sie den Vinaya studieren wollten, auf diese Pali-Texte gestützt, weil die übersetzt waren, wogegen eben der andere Teil nicht übersetzt war. Und alle haben eigentlich immer gesagt, ja, beim Vinaya gibt es da ja kaum Unterschiede, das macht keinen großen Unterschied, das kann man ruhig lesen. Aber da ist zum Beispiel die Reihenfolge dieser 8 Regeln anders. Da ist diese entsprechende Regel, die Regel Nummer 6 von diesen 8 schweren Regeln, und die heißt, Frauen sollten die volle Ordination von beiden Sanghas, dem Bhikkhu und Bhikkhuni Sangha, ersuchen. Also da steht es so drin, schon in dem Guru Dharma, wie der Buddha das zu seinen Lebzeiten nach dem Pali-Kanon gesagt haben soll und wie es heute in der tibetischen Tradition auch erklärt wird. Nur steht es in der tibetischen Tradition in dem kanonischen Text nicht so. Da steht, sie sollen das von den Bhikshus machen, ja. Und dafür gibt es aber in der Pali-Tradition einen Satz, der im Vinaya der Mula Savastivadins wieder fehlt, nämlich da steht der Satz, Bhikkhus, ich erlaube euch, den Bhikkhunis die volle Ordination zu erteilen. Und dieser Satz, ich erlaube den Bhikkhus die Ordination zu erteilen, steht nicht drin im tibetischen Text, ja. Dafür steht aber dort in diesem ersten Guru Dharma, Frauen sollten die Ordination von Bhikshus nehmen, was dann in der Pali-Tradition wieder anders heißt, Frauen sollten die volle Ordination von beiden Sanghas nehmen. Also in der Essenz sind die sich zwar alle einig, das sollte eigentlich von beiden ausgeführt werden, aber wir suchen natürlich jetzt die ganze Zeit nach einer Ausnahme, die im Vinaya steht. Ja? Wir suchen ja nach einer Idee, wie können wir jetzt die Nonnen ordinieren, in den Traditionen, wo es keine Nonnenordination mehr gibt, so dass das rechtsgültig ist nach der Auffassung des Vinaya. Das heißt, wir suchen nach Belegstellen, wo wir sagen, hier, der Buddha hat das doch erlaubt, es geht, ne? Weil ist doch eigentlich, wenn man mit gesundem Menschenverstand nachdenkt, ganz einfach, wo sind die ersten Nonnen hergekommen? Von wem wurden die ordiniert? Ja, eben. Ja. Genau, also die wurden ja am Anfang von dem Buddha oder von Mönchen ordiniert. Da gab es ja noch gar keine Nonnen. Also das heißt ja, es funktioniert sozusagen, ja. Das ist doch nur die Frage, wie bringt man das jetzt wieder zur Anwendung? Also der Karmapa hat ja gesagt, der Dalai Lama zusammen ist der Karmapa, er würde das machen, er würde die Nonnen auch voll ordinieren. Ja, aber im Moment ist er noch Novizmönch und jetzt muss er eben erstmal die volle Ordination haben. Er ist auch noch nicht, da muss er noch ein bisschen dran, er dürfte eigentlich schon. Ich frage mich immer, warum er wohl noch nicht voll ordiniert ist. Ne? Dann haben die Leute gesagt, wann? Ja, eben. Normalerweise nach dem Vinaya muss er selber erstmal 10 Jahre voll ordiniert sein, ehe er überhaupt die Ordination geben darf. Und er ist ja im Moment, obwohl er schon über 20 ist und die Ordination eigentlich schon nehmen dürfte, ist er immer noch Novizmönch. Aber es ist natürlich toll, dass er das machen will langfristig, ja, nur... Das wird noch dauern, ne? Mhm. Das wird ja reichen, nicht? Er wird 10 voll ordinieren und die sich dann weltweit plötzlich, da könnte der ganze Globus voll ordinieren. Ja, das stimmt. Mhm. Also hier nur noch mal kurz so im Überblick, das jetzt leider nur auf Sanskrit, weil das hier von einer wissenschaftlichen Präsentation ist, ne? Aber die Upasikas hier, das erste, ja, das,
Dieses hier, kann man das sehen, wenn ich... Nee, ach, ihr seht ja gar nichts die ganze Zeit. Ach so. Sag mal, ich bin hier die ganze Zeit... Ach, das ist ja nun... Warum sagt ihr denn mal nichts? Ne, das ist ja... Ich dachte, das sollte noch gar nicht. Ach, das tut mir ja jetzt echt leid. Also, das ist ja... Das fiel nicht auf. Also, ihr seid ja... Das ist ja wirklich mir jetzt unangenehm. Ach, das ist ja... Ach, das tut mir... Dann laufen wir nochmal schnell durch die Bilder durch, aber... Genau, also das war das Bild hier, mit dem ich eingestiegen war, dass es 18 Schulen gibt, ja, 9 bis 10 Vinaya-Schulen und 3 haben den Vinaya erhalten. Dann habe ich die 3 Schulen aufgezählt, die Dharmaguptas, die Mulasavastivada und Theravada-Schule. Und dann dieser Hauptunterschied ist eben mit diesem vierfachen beziehungsweise rechtsfachen Ordensakt. Und das ist diese Stelle, auf die ich mich jetzt gerade bezogen habe, dass hier eben in diesem ersten Guru-Dharma es heißt, Frauen sollten die volle Ordination von Bhikshus ersuchen. Trotzdem wird aber in dem Bhikshuni-Ordinationsritual, das heutzutage, wenn Anwendung finden müsste, gesagt, Frauen sollen die volle Ordination von beiden Sanghas, dem Bhikshu und Bhikshuni-Sangha, ersuchen. Also so wird es dann auch in dem Vinaya, also es ist jetzt ein bisschen schwer, das für euch so zusammenzufassen, aber diesen Text, ich sprach davon, dass ich den gerade übersetze, den ersten Teil habe ich fertig, da heißt es eben, Frauen sollen die volle Ordination von Bhikshus ersuchen, und in der Passage, mit der ich jetzt angefangen habe, wo dieses stufenweise Ordinationsritual erklärt wird, da wird dann eben erklärt, dass Frauen die Ordination von beiden Sanghas, dem Bhikshu und Bhikshuni Sangha, nehmen sollen. Also das ist sozusagen die spätere Version. Ja, am Anfang wurden die Nonnen einfach durch das Akzeptieren dieser 8 Regeln ordiniert, und dann wurde das mit der Zeit immer komplizierter. Aber so wie das jetzt im Kanon dargestellt ist, hat man den Eindruck, dass es alles so an einem Tag entschieden worden. Ja, aber ist es mit Sicherheit aus historischer Sicht nicht. Das kann man aus vielen Begründungen ableiten, auf die ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen kann. Und in dem Pali-Kanon steht eben die Parallele sozusagen, da ist das erstmal eine andere Reihenfolge, da ist das dann anstatt dem Guru Dharma 1, heißt das dann auf Pali Guru Dharma 6, ja, und da steht eben, Frauen sollen die volle Ordination von beiden Sanghas, dem Bhikkhu und Bhikkhuni Sangha, ersuchen, ja, und dann wird dort erklärt, am Anfang hat der Buddha das schon so geregelt, und dann kommen plötzlich die Nonnen und fragen, ja, Mahaprajapati, also seine Stiefmutter, die ist ja von den Mönchen ordiniert worden, die ist ja von dem Buddha ordiniert worden. Und was ist denn jetzt eigentlich mit den 500 anderen Frauen in ihrem Gefolge? Wie werden die denn jetzt ordiniert? Ja? Und dann sagt er plötzlich, ich erlaube euch Mönche, die Nonnen zu ordinieren. Und später gibt es dann Probleme bei der Ordination, und irgendwann heißt es dann wieder, nee, die sollen von Mönchen und Nonnen ordiniert werden. Das macht ja eigentlich chronologisch keinen Sinn, wenn die erste Nonne schon bei ihrer Ordination akzeptieren musste, dass die von beiden Sanghas ordiniert werden. Also da merken wir einfach, da ist mit dem Text was passiert. Ja, das ist so offensichtlich. Dass, also ich habe das auch schon 1988 mit einem Theravada-Mönch, der in Amerika schon seit 40 Jahren lehrte, diskutiert, und der sagte, das ist einfach so offensichtlich, also auch er als Theravada-Mönch kann da nicht umhin zuzugeben, dass da eben an dem Text rumediert wurde. Ja? Also das ist später bei Abschriften, das wurde ja alles handschriftlich gemacht, ist das, hat man irgendwo immer wieder versucht, das anzupassen. Nur das Problem ist, wir wissen immer noch nicht, wie hat sich das entwickelt. Ja? Das, also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr heute euch mit Leuten vielleicht gemeinsam einen Text entwickelt, und man schickt sich so einen Text hin und her per E-Mail, ja, und dann bastelt immer jeder nochmal an dem Text rum und schickt den wieder zurück. Und irgendwann ist immer die Frage, also welches war denn jetzt eigentlich die alte Version und welches ist denn jetzt die letzte, die richtige Version und die neueste, ja. Und wenn man da nie entsprechend das aufzeichnet und irgendwo vermerkt, weiß nachher kein Mensch mehr, wer da wann an welchem Text rumverbessert hat, ja. Und mit sowas sind wir heute konfrontiert, und nur, dass es geht über einen Zeitraum von über 2000 Jahren, ne? Gibt es denn überhaupt keine vollordinierten Nonnen? Genau, also es gibt die in Hongkong, es gibt die in Taiwan, in der koreanischen Tradition, in der vietnamesischen. Ich habe das jetzt nur nicht gesagt, weil das in diesen Artikeln überall drin steht und ich das jetzt schon so oft erzählt habe. Nee, die Theravada-Nonnen haben aber das gleiche Problem. Die Theravada-Nonnen, ist durch eine Hungersnot der Nonnenorden ausgestorben, so im 11., 12. Jahrhundert, und deswegen gibt es die nicht mehr, ne?
Also das hier sind so diese verschiedenen Stufen. Man fängt eben als Laienfrau an, dann kommt die Ordination, wo einem der Kopf geschoren wird und man die Ordensgewänder anlegt und dann kriegt man eben diese Novizordination als Schamanerika. Dann kommt für die Frauen nur diese Zwischenstufe als Shikshamana, das, was die jetzt gerade in Taiwan die 6 bekommen haben, und dann kommt die volle Ordination als Bhikshuni. Das sind so diese, da gehen wir jetzt mal raus, das reicht dann auch. Jetzt will ich mal zum Ende kommen, fast. Und da ist jetzt einfach die Frage, ich denke, das hat sich jetzt einfach gezeigt, dass eben an solchen Problemen, die ja eigentlich, wenn ich jetzt mal sage, wenn man sich überlegt, dass die Ordination ja eigentlich dafür gedacht war, dass man selber diesen starken Wunsch nach Befreiung aus dem Daseinskreislauf entwickelt und das eine ganz persönliche Entscheidung ist, dass man sagt, ich werde jetzt Mönch oder ich werde jetzt Nonne, lebe jetzt nach diesen Verhaltensregeln, ja, um die Erleuchtung zu bekommen. Ja, da möchte man ja nicht mit solchen juristischen Problemen da konfrontiert werden in seiner Dharma-Praxis und dann über Jahrhunderte behindert werden in seiner Praxis, ja. Aber das ist natürlich vermischt hier, das muss man immer sehen, in welchem Milieu findet das auch statt, kulturell, ja. Und eine Soziologin sagte vor kurzem zu mir, du musst immer dabei bedenken, und da hat sie wirklich recht, dass gerade in Asien diese Hierarchien eine ganz große Rolle spielen. Und wenn du da plötzlich kommst und diese Hierarchien in Frage stellst, dann verunsichert das nicht nur die Männer, sondern das verunsichert auch die Frauen, weil sie Angst haben, dass das ihr ganzes soziales Gefüge durcheinander bringt, ja? Weil sie sich so stark über lange Zeiträume daran gewöhnt haben. Und da kommt erstmal einfach auch sehr viel Angst auf, Widerstand und so weiter. Und die Mönche sagen dann, ja, unsere Frauen, die wollen das ja gar nicht. Das ist nur so eine westliche Geschichte, aber das stimmt natürlich so auch nicht, weil es gibt zig Beispiele von Frauen auch aus Asien, die diese Schritte schon gemacht haben. Also das ist mindestens seit Anfang des 20. Jahrhunderts können wir auch aufführen. Verschiedene Frauen, zum Beispiel auch in Thailand, wo das eben immer wieder ein Thema war und hochkam und dann immer wieder es irgendeinen Erlass von irgendeinem König und so weiter gab, der das dann wieder verboten hat. Ja? Und da muss man sich natürlich fragen, warum wird das behindert, ne? Und warum wird das verboten? Und ich denke, das ist, also wenn man das jetzt aus der Gender-Studie heraus sieht und also auch vergleicht mit der feministischen Theologie zum Beispiel und wie das in den Kirchen abläuft, ne, dann sieht man da einfach ganz viele Parallelen, und das hat schon etwas auch mit Machterhalt zu tun, ganz deutlich, ja, dass man einfach in diese Führungsposition niemanden reinkommen lassen will, was machen Mönche in der Tradition? Ich meine, alles Mögliche können auch Laien übernehmen, aber das, wo es dann eigentlich doch immer wieder darauf zurückgeht, dass Mönche das machen, sind meistens die Rituale, die durchgeführt werden. Ja, ob man Zuflucht nimmt, ob man Laiengelübde nimmt, ob man Initiationen erhält, ob man Bodhisattva-Gelübde nimmt und so. Das sind ja eigentlich immer Rituale, die durchgeführt werden von den Lehrern, die in der Regel meistens Mönche sind. Und wenn sie keine Mönche sind, können sie nicht alle Rituale durchführen. Die einzigen, die alle Rituale inklusive der Ordination durchführen können, sind die, die diese volle Ordination haben. Ne? Und da kommt es eben in den Bereich rein, wo dann eben auch man Sorge hat, dass wenn da jetzt plötzlich die Frauen mitmischen wollen, dass das die ganze Tradition gefährdet und dann vielleicht das nachher alles kaputt geht. Und ja, soll er ja auch gesagt haben, dass der, wenn er wollte, ja, ich weiß, wo was jetzt kommt. Er wollte ja nicht ordinieren mit der Begründung, und ich weiß gar nicht, ob es da irgendwo was gibt, dass das auch belegt, dass dann der Dharma 500 Jahre früher degenerieren würde. Wenn das jetzt also ganz tief im Herzen einiger Mönche weitergeht, ja. Sagen sich vielleicht, Mensch, jetzt ist gut so, nur lass mal, das ist jetzt sozusagen vom Tisch, ja, die sind nicht mehr dabei, naja, wer weiß, vielleicht lebt dadurch der Dharma länger. Es kann ja sein. Genau, das ist nicht nur, ist ganz sicher so, weil es wird als Argument angeführt und es wird wirklich, und es ist auch interessant, obwohl die untereinander überhaupt keinen Kontakt miteinander haben, bringen alle in ziemlich ähnlicher Variante, also ich war auch auf so einem Treffen von 16 Mönchen, wo dann einer auch sagte, wie war das nochmal, was hatte der gesagt,
Ach so, dass der Buddha eben das gar nicht wollte, dass der Ananda ihn eben nur gedrängt hat und der Buddha hätte das eben nur auf Drängen von Ananda überhaupt diese Ordination gegeben, ja, aber das hätte er eigentlich gar nicht gewollt. Das wäre nicht der ursprüngliche Gedanke des Buddha gewesen, hm? Und heute weiß man das besser, was der Buddha eigentlich gedacht hat und wollte und deswegen besser gar nicht mehr machen, weil das wollte er sowieso nicht, ne? Das war halt der Fehler von Ananda, ne? Aber sag mal, ja, das ist... Ja. Du sagst ja, es gibt also über Taiwan und Hongkong voll ordinierte Nonnen. Und stehen die nicht Gewehr bei Fuß, sage ich mal so. Und sagen, hier, wir sind da, wir sind jetzt hier der weibliche Sangha und wir können gemeinsam mit den Mönchen die Ordination durchführen. Wieso? Machen die ja. Die stehen ja schon da. Nee, aber ich meine, die Frage ist, mit welchen Mönchen? Da wollte ich ja noch kurz zu kommen, aber ich meine, das gibt mir noch 5 Minuten oder so, dann kann ich das noch erzählen. Also die Frage, die ich hier nochmal stellen wollte, ist eben, also solche und andere Punkte behindern eben die Wiedereinführung der Nonnenordination und wie beeinflussen jetzt diese Interpretation die Etablierung des Buddhismus im Westen, ja, was jetzt passiert. Also ich spreche jetzt mal nicht über die anderen asiatischen Länder und so, dann wird es so komplex, aber für uns ist ja wichtig, wie geht es hier bei uns eigentlich jetzt weiter, wenn das so wichtig ist mit der monastischen Tradition, dass wir dann eben auch wirklich Klöster haben, weil sonst die Frage ist, kann der Buddhismus überhaupt richtig etabliert werden und also man glaubt, dass das wirklich immer noch sinnvoll ist, mal vorausgesetzt, wenn das überhaupt so ist, dann ist es aber so, dass eben diese ganze Diskussion zum Beispiel um die Gleichstellung der Frau, wenn man plötzlich hört, die ist da gar nicht gewährleistet. Ja, wir gehen da so selbstverständlich ran. Wir haben tolle Sachen gehört über die Buddha-Natur, die immer gleich ist. Man ist mal Mann, mal Frau. Der Geist ist von seiner Natur her immer gleich. Ja, da gibt es gar keinen Unterschied. Das ist rein physisch, ne? Und es gibt einfach ja sehr schöne Sutras auch, wo immer wieder deutlich gemacht wird, dass in Bezug auf die letztliche Wirklichkeit dieser Unterschied zwischen Mann und Frau doch eigentlich gar keine Rolle spielt. Ja, dass das alles nur Konstrukte unseres eigenen Geistes, unseres Denkens sind, die in ihrer Essenz keine Wirklichkeit haben und so. Und das sind ja auch alles Stellen, die wirklich da sind. Und dann plötzlich sieht man eben diese andere Stelle dazu, ja. Und ich muss dabei sagen, also ich weiß nicht, das ist irgendwo mein Karma, denke ich einfach, dass ich damit konfrontiert wurde, weil hier im tibetischen Zentrum hat es früher mal einen Verlag gegeben, als ich kam, den Papyrus Verlag. Und der hat eben unter anderem, das erste Buch war, glaube ich, die Biografie von Geshe Rabten, die rauskam, Das Leben eines Mönchs, ein wunderschönes Buch. Und das zweite Buch, das rauskam, war die Übersetzung von Diana Powell's Women in Buddhism, also die Frau im Buddhismus, ja. Ja, weil die Frau von dem Verleger eben fand, da muss doch auch mal was für die Frauen her. Ne? Und ja, und dann war das übersetzt worden und es gab zu der Zeit so wenig Bücher auf Deutsch zum Dharma und ich hatte nur so mein Schulenglisch damals, es fiel mir unglaublich schwer, diese englischen Texte zu lesen. Und dann habe ich dieses Buch verschlungen und dann stolperte ich plötzlich über diese ganzen Geschichten mit den Nonnen und das, also diesen 8 Regeln. Eine davon hieß dann, egal, auch selbst wenn eine Nonne für 100 Jahre ordiniert ist, wenn ein jung ordinierter Mönch reinkommt, dann muss sie sich vor dem 3-mal verneigen und muss aufstehen und muss sich ehrfürchtig verneigen. Und ich wurde richtig zornig. Und habe gedacht, was ist das denn Komisches? Und dann habe ich mir den Christoph geschnappt und der musste dann für mich übersetzen. Und dann bin ich zum Gesche und habe das gefragt, stimmt das? Und das soll da so stehen. Und der Gesche wusste dann immer so gar nicht genau, sagt, da müsste ich das auf Tibetisch. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ganz so ist. Und merkte man, irgendwas ist da aber doch dran, irgendwie kannte er es, aber so vielleicht dann doch nicht und so. Und also das war wirklich schwierig. Und ich war ja damals erst, wie alt war ich da, 21 oder so, ja. Und ich hatte diese total tolle Vorstellung von, im Buddhismus ist alles nur gut. Und dann diese furchtbaren Zitate über die Frauen in diesem Buch, die hatte ja diese Wissenschaftlerin all diese Negativzitate gesammelt, ja. Und dann gab es welche, wo dann in den Mahayana-Sutras, da mussten dann die Frauen plötzlich kurz vor der Erleuchtung, mussten die sich dann ohne zu sterben umwandeln, eine Geschlechtsumwandlung zu einem Mann machen. Und dann habe ich gesagt, was ist
das denn Komisches? Wieso müssen die sich jetzt in einen Mann verwandeln? Ja. Wenn die sowieso schon alles erreicht haben, ne, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Und der Gesche ganz verzweifelt, dass ich ihm immer diese ganzen Stellen kannte. Ja, und kam da also wirklich, ihm war das richtig unangenehm, ne, diese ganzen Stellen immer zu kriegen. Ne. Und ja, aber weil da ja richtig wissenschaftlich immer angegeben war, das steht in dem und dem Sutra auf Seite so und so, das war ja alles belegt immer genau, ne? Wusste ich natürlich, das steht da wirklich. Ne? Aber das Buddhismus, die große Lehre des Buddha ist ja die, dass das wörtlich neben eine Sache ist und das sinngemäße Erfassen eine andere. Und er hat ja auch sehr widersprüchliche Aussagen gemacht. Genau. Und dann das wieder aufgehoben. Und also in Wirklichkeit ist es so. Und dann hat er ja gesagt, also es ist doch ganz anders. Ja, ja. Aber da haben wir ein Problem, weil da sind wir in der Philosophie. Ja. Und jetzt kommt noch was anderes dazu. Tibeter sind ja sehr in der Debatte geschult. Und die kommen dann immer und sagen, ja, im Bereich der Philosophie kann man das alles hinterfragen. Aber diese Anwendungen, die sind nur für die Philosophie. Der Vinaya ist ein Regelwerk. Den Vinaya, den muss man so machen, wie das da steht. Den muss man wörtlich nehmen, ja. Das kann man interpretieren in einer anderen Weise. Das heißt, also nicht, dass man das, da machen Sie irgendwie so einen feinen Unterschied. So ganz klar ist der mir auch noch nicht, muss ich gestehen. Aber so ungefähr in der Art, dass Sie sagen, man kann jetzt sagen, gut, der Buddha hat erst das so erklärt und später aufgrund gewisser Umstände hat er dann eine Erlaubnis gegeben und hat gesagt, also unter bestimmten Umständen, also eigentlich soll man barfuß gehen, aber wenn man in eine Gegend kommt, wo viele Steine liegen, dann darf man doch Schuhe anziehen, aber die Schuhe, die dürfen dann nur so und so aussehen und so beschaffen sein, ja. Und solche, und dann kann man solche Begründungen, die auch im Vinaya sind, die kann man heranziehen, aber man kann nicht das ganze System an sich jetzt so philosophisch in Frage stellen, ne? Deswegen kommen sie immer und sagen, ja, für Vinaya, für Ordenssachen brauchen wir hier irgendwie einen Beleg, ne? Wir brauchen irgendeine Stelle im Vinaya, auf die wir uns beziehen können, wo wir sagen können, und weil der Buddha das so gesagt hat, deswegen können wir das machen. Ne? Auch für die späteren Generationen muss man das so belegen können. Ne? Hier mal wieder Kammerpater mal reinhaut, sagt, ich traue mich was als Beispiel mal. Da muss ja erstmal einer gegen angehen und sagen, nee, das geht aber nicht, was der gesagt hat. Ja, ich meine, ich beobachte das wirklich mit sehr großem Interesse, weil auch eine Freundin von mir in seinem unmittelbaren Umfeld, die ist auch Wissenschaftlerin, auch Nonne, und die arbeitet in seinem unmittelbaren Umfeld sehr viel mit ihm zusammen und die schreibt mir dann auch immer so per E-Mail so manche Sachen, was er gerade wieder dazu dem Thema gesagt oder gefragt hat. Das ist wirklich sehr spannend, weil er wirklich mit großem Engagement dabei ist und das Gute ist, dass er eben auch ziemlich gut Chinesisch kann und dass er auch die chinesischen Quellen, Text und irgendwie hat er ein Faible für dieses Thema. Ne? Das lässt wirklich sehr viel hoffen. Aber müssen wir jetzt weitersehen. Auf jeden Fall sind diese ganzen Dinge, die lassen eben den Buddhismus doch irgendwo auch überholt erscheinen. Also wir können da, glaube ich, mit unserer historischen Sicht für uns das erklären. Aber wenn man das jetzt so, wenn man neu zum Buddhismus kommt, mitbekommt, ist das nicht so prickelnd, denke ich mal. Ne? Das also, das erinnert zu sehr an die Kirchen und etablierte Systeme, wo man denkt, na, ich bin ja jetzt vielleicht nicht aus dem Christentum weggekommen, weil ich jetzt hier vom Regen in die Traufe komme. Will, ja, also das macht es schwierig. Dann ist natürlich ein anderes Problem, dass aus welchem Grund auch immer kaum jemand ernsthaft an der Ordination interessiert ist. Das sind ja wirklich nur ganz wenige, ja, die überhaupt das machen wollen. Und wenn man dann zusätzlich noch diese Probleme hat oder in der Tradition es so ist, dass zum Beispiel in der tibetischen Tradition geht man immer davon aus, ehe man ein Nonnenkloster gründen kann, muss es eigentlich erstmal ein Mönchskloster geben. Weil die Nonnenklöster werden immer als so eine Art Anhängsel an die Mönchskloster gesehen, ja. Und also solange nicht dann wirklich ein Mönchskloster da ist, denkt man, das kann ja gar nicht sein, weil die Nonnen, die brauchen ja für bestimmte Sachen immer die Mönche, dass die dann auch wieder damit helfen und so. Und wenn dann keine Mönche da sind, geht das ja gar nicht. Aber bei uns sind ja viel mehr Frauen an diesem Ordensweg interessiert und wollen das machen als Männer. Also von den Männern sind ja viele, die früher mal ordiniert worden sind, heute gar nicht mehr ordiniert und wollen diesen, also alle, die ich hier kennengelernt habe im tibetischen Zentrum im Laufe meiner fast 30 Jahre, über 30 Jahre sind es ja jetzt, ne, die sind ja eigentlich, von denen ist keiner mehr. Doch, einer ist noch Mönch, einer in Österreich, aber
Sonst ist von denen, die ich kennengelernt habe, keiner mehr Mönch. Ne? Und das macht es natürlich sehr schwierig, wenn, also ich will das jetzt auch nicht bewerten, die haben auch bestimmt ihre guten Gründe, warum sie das nicht mehr sind. Das ist ja auch ein schwieriger Schritt zwischen den Kulturen und mit diesen althergebrachten Regeln, wie man die heute interpretiert im Westen und so weiter. Und die dann einzuhalten, wenn das entsprechende Milieu nicht da ist, wenn man auch kein Kloster hat, in dem man leben kann, ist eben auch sehr schwierig, ne? Und dann ist natürlich, glaube ich, auch ein Problem diese hierarchischen Strukturen. Da hatte ich schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen, ne? Also diese, dass in den Traditionen man dann doch eben so meint, dass die Mönche über den Nonnen stehen und die Ordinierten über den Laien stehen. Also dass man da so ein Hierarchiedenken mit reinbringt, wo auch immer das herkommt, ja. Ich meine, wenn man das ganz konsequent durchdenken würde, es funktioniert so eigentlich nicht. Wenn man es konsequent durchdenken würde, müsste man eigentlich sagen, wenn man sagt, ja, wer mehr Regeln hat, der ist ein größeres Verdienstfeld, so wird es ja oft erklärt, ja, weil das ist dann eben nicht die Person, sondern das ist das Gelübde, das jemand einhält, weil es mehr Regeln hat. Aber da die Nonnen 100 Regeln mehr haben als die Mönche, müssten sie ja dann eigentlich noch verehrungswerter sein als die Mönche. Da heißt es dann aber plötzlich wieder, das sind sie nicht. Und da gibt es sogar ein tibetisches Ordinationsritual, auf das ich durch seine Heiligkeit 2007 aufmerksam geworden bin. Das habe ich dann mir nochmal vorgenommen und dachte, das stimmt doch gar nicht, das steht doch nicht im Vinaya, also in den kanonischen Texten. Aber in dem tibetischen Ordinationsritual, was heutzutage benutzt wird, steht wirklich an einer Stelle, nachdem die Mönche ordiniert worden sind, schon als Novizen, obwohl das Gelübde der Shikshamanas und der Bhikshunis höher sind, ist, obwohl diese Gelübde höher sind, sollen die Mönche oder die Novizmönche ihnen keinen Respekt erweisen, weil der Körper einer Frau minderwertiger ist als der eines Mannes. Das steht da wirklich drin und das wird denen nach der Ordination gesagt, sie sollen den Frauen keinen Respekt erweisen. Das muss man sich mal überlegen. Also das ist wirklich, und ich meine, das sind natürlich unangenehme Aspekte, die keiner so gerne hören möchte. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn dann zu solchen Vorträgen nicht so viele kommen, weil es irgendwo macht es ja auch dieses schöne Bild, was man vom Buddhismus hat, bringt es so ein bisschen ins Wackeln. Aber ich finde es ehrlich gesagt gerade wichtig, dass wir uns mit diesen Stellen auch auseinandersetzen und dass wir gucken, wie können wir unser Vertrauen in den Buddhismus behalten und wie können wir heute mit diesen Stellen für uns umgehen, ohne dass uns das aus dem Vertrauen rausbringt. Und da gibt's natürlich Erklärungen für. Ich fand zum Beispiel diesen Ansatz von Alan Sponberg ganz gut, dass er sagt, wir müssten irgendwie mal aufhören zu versuchen, immer wieder diese ganzen Stellen miteinander zu harmonisieren, diese widersprüchlichen Stellen, die wir finden, sondern einfach diesen Widerspruch aushalten sozusagen, ja, dass der da ist und ihn als einen Spiegel nehmen dafür, dass eben das verschiedene Ansichten von verschiedenen Menschen in den verschiedenen Jahrhunderten zu diesem Thema Frau sich hier uns zeigen, ja. Also das sind einfach das ist die Diskussion, die es in der Gesellschaft gegeben hat. Wenn wir natürlich immer so ganz davon ausgehen, das hat alles wortwörtlich der Buddha gesagt, dann haben wir echt ein Problem, ne? Aber wenn man sieht, das sind Texte, die gewachsen sind, ein Teil davon hat der Buddha selbst gesagt, ein Teil ist später in den verschiedenen Generationen immer noch mal so dazugekommen, der eine oder andere Aspekt. Und zu der Zeit gab es dann eben die Diskussionen, wie ist das eigentlich mit den Frauen? Ne? Der Buddha hat gesagt, die können Ahat werden, jetzt wollten aber gerne alle Buddhas werden und nicht nur Ahats, ja, und können den Frauen dann auch ein Ahat werden und dann sagen wieder alle, nein, das geht natürlich nicht, das geht nur in Buddha, muss man Mann sein, ne, da muss man ja die 32 Zeichen eines Chakravartin haben und ein Nebenzeichen davon ist, dass man ein männliches Geschlechtsorgan hat, ne, also geht das nicht und so, ja, und also es kommen dann immer wieder solche und dann kommt wieder die Tara, ne, und der sagt man, du musst jetzt Gebete machen, dass du als Mann wiedergeboren wirst und dann kannst du die volle Erleuchtung haben und die lacht dann und legt ein Gelübde ab und sagt, bis zu meiner Erleuchtung werde ich immer als Frau wiedergeboren werden und dann wird sie im Körper einer Frau zum Buddha, ja. Also da sieht man doch richtig, wie sich das durch die Texte über die Jahrhunderte, wenn man diesen historischen Ansatz mit reinnimmt, wie sich das entwickelt hat, ne? Und das kann man ja nachvollziehen auf diesen Hintergrund in Indien, dass Frauen eben, also dass es illegal war, als Frau ohne den Schutz eines Mannes zu sein, macht das irgendwo Sinn, ne? Weil das, man musste immer unter dem Schutz eines Mannes stehen und dass da plötzlich, so, ich glaube wirklich, das kann man aus den Texten, die wir jetzt vorliegen haben, dass zur Zeit des Buddhas die Nonnen wirklich völlig gleichgestellt waren und dann wurden das immer mehr
Und dann wurde das immer mehr organisiert, ja, und dann sind richtig Körperschaften entstanden und dann gab es Theater. Wieso sind da jetzt irgendwie Frauen, die gar nicht irgendwie unter männlicher Protektion stehen? Und da musste irgendwer her als Mann, der jetzt wieder auf die Nonnen achtet, ja. Und wer sollte das machen? Die Ehemänner konnten es nicht mehr, die Väter nicht mehr, ja. Da musste der Mönchsorden herhalten dafür und dann mussten sie sich da eben um die Nonnen kümmern. Aber die hatten ja nun gerade die Frauen verlassen, weil sie ganz asketisch ohne Frauen leben wollten, ne? Und dass auf dem Hintergrund Probleme entstanden sind, ist eigentlich ganz klar, ne? Die Texte sind ja letztendlich alles von Menschen gemacht. Also das fand ich, war für mich dann auch so ein Aha-Erlebnis, als der Professor Dr. Jay Garfield hier war und eigentlich erklärte, dass natürlich im Buddhismus, obwohl das ja oft so fast bestritten wird, in einer gewissen Form auch missioniert wurde, insofern, als dass die Texte ja nicht vom Buddha selbst niedergeschrieben worden sind, sondern die Mönche haben es weitergegeben und dann wurde es immer wieder geschrieben von Menschen. Und wir wissen selbst, dass Menschen immer einen Teil ihrer eigenen Geschichte, ihrer Interpretation, ihrer Sichtweisen damit reingeben. Mhm. Ja, weißt du, wir können da so ganz normal drüber reden und finden das auch ganz selbstverständlich. Aber wenn du, ich habe zum Beispiel auch mit einer chinesischen Nonne in Amerika gesprochen und hatte auch von Jay Garfield diesen einen Punkt, ne, dass er sagte, das Herzsutra wäre doch ursprünglich auf Chinesisch entstanden und dann erst später ins Sanskrit übersetzt worden, so ins Gespräch gebracht, ne? Du, das war nicht möglich. Und dann habe ich später einen Bhikkhu aus der Theravada-Tradition, den Bhikkhu Analayo, getroffen. Und da haben wir uns so drüber unterhalten. Und da hat er gesagt, du, ich sag das in praktizierenden Kreisen mehr. Das ist ganz klar. Die Arbeit von der Natie ist eindeutig. Das ist, ist ganz klar, dass das so gelaufen ist, ne? Für uns als Sprachwissenschaftler ist das eindeutig. Aber wenn, mit Praktizierenden kann man so einfach nicht reden, ne? Aber das finde ich dann auch blöd, oder? Ich meine, weil die sind ja nicht irgendwie so, also minder bemittelt, oder? Ich meine, das ist, das kann uns doch nicht wirklich vom Dharma abbringen oder vom Glauben abbringen, wenn solche Sachen eindeutig nachweisbar sind, ne? Ja, wenn man sich, also das ist eben, glaube ich, der Mut, der auch aufgebracht werden muss. Und vielleicht sind wir hier in unserer westlichen Gesellschaft, wo die Frauen ja zumindest im nördlichen Europa so einen ganz anderen Stand haben, also sehr viel gleichberechtigter sind, sehr viel selbstverständlicher auch mit den Dingen umgehen und natürlich sowas fragen, wie du das jetzt angesprochen hast, also wie ist denn das, ich möchte Buddhist sein und warum ist das so? Und vielleicht ist das auch eine Chance, ja, der Buddhismus, Barbara hat ja auch vorher gesagt, dass der Buddhismus jetzt in den Westen kommt. Und vielleicht ist das jetzt so ein Impuls, du gehörst zu denjenigen, die da ganz aktiv dabei sind, kann man nur hoffen und Wunschgebete machen. Und wenn solche großen Meister wie Karmapa und vielleicht auch noch einige andere den Mut haben, da sich drüber hinwegzusetzen, wer will denn das jetzt in Frage stellen, diese große Meister sowas tun? Sagen die, das ist ja eigentlich gar nicht möglich, jemand oder so, nicht? Und dann haben wir es durchbrochen. Und natürlich sind die Leute, also das ist nur meine persönliche Annahme, das ist natürlich so, wenn die Leute so denken, wie du sagst, das ganze System bricht auseinander. Ich denke schon, dass es, ich laufe manchmal auch so ein bisschen rot rum, ich bin ein Lama. Und wenn ich dann ankomme und dann habe ich gesagt, einfach, bist du ordiniert? Nee, bin ich nicht. Ach so. Und dann war gleich die nächste Frage, wann bist du ordiniert? Nicht? Und dann geht das zack, 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 zack. Und das ist ja auch manchmal sinnvoll, dass sich nicht die Nonne oder der Mönch, der die meisten Ellbogen hat, in die erste Reihe setzt, ja, und sondern der zuerst ordiniert wird. Da macht es für mich Sinn, dass man sagt, guck mal, die kommt da und da kommt die, gibt's keinen Ärger. Ja, das war das Angenehme, man muss es eben auf einem anderen Hintergrund sehen. Zu Buddhas Zeiten waren ja diese verschiedenen Kasten in Indien. Noch, ne? Und da hat man dann einfach gesagt, unabhängig von den Kasten sitzen die Leute in der Reihenfolge des Ordinationsalters und nicht in der Reihenfolge des gesellschaftlichen Status, ja? Damit wurde das ja durchbrochen und da muss man einfach gucken, aber was löst das in westlichen Menschen aus, wenn man solche Regeln versucht hier umzusetzen und dann muss man sich fragen, macht das wirklich Sinn? Das wollte ich jetzt im Moment, ich wollte jetzt versuchen noch zu meinem kurzen Abschluss zu kommen. Ich hatte gesagt noch, also welche verschiedenen Lösungsansätze gibt es und welche Rückwirkungen haben Sie auf den tibetischen Buddhismus. Also wir haben ja zum einen diese Lösungswege, wie es hier im tibetischen Zentrum gelaufen ist. Die Nonnen sind eben alle, haben ihre Novizordination bekommen in der tibetischen Mulasavastivada-Tradition und sind dann später zur vollen Ordination nach Taiwan für ein paar Wochen gegangen, haben da ihre Schulung bekommen, sind wieder zurückgekommen und praktizieren das, ne? Das Problem, das dabei sich ergibt, ist, dass wenn jetzt andere Nonnen ordiniert werden wollen, erstmal haben wir kein Kloster,
Es ist irgendwie kein Ausbildungsplan da, es sind keine finanziellen Mittel da, um dann eben auch so eine Ausbildung für Nonnen anzubieten, ne? Und dann ist natürlich auch die Frage, also nach dem Vinaya ist es eigentlich so, dass die Nonnen von den Nonnen ordiniert werden sollten, aber in der tibetischen Tradition ist einfach der Lama so eine wichtige Person, dass eigentlich nicht nur die Westler, sondern auch die Tibeter eigentlich immer gerne von ihren wichtigsten Lamas die Ordinationen haben möchten, also vom Karmapa oder von seiner Heiligkeit Dalai Lama und so weiter, ja. Und da gibt es dann aber keine Fortsetzung. Also die Mönche können die volle Ordination von diesen Meistern bekommen, für die Männer. Aber sie dürfen ja nach dem Vinaya die volle Ordination für die Nonnen nicht geben, alleine zumindest nicht, sondern nur mit Nonnen zusammen. Und die sollten dann traditionell ihre Vinaya-Tradition haben, die es nicht gibt, ja. Das heißt, es ist blockiert. Also man kommt überhaupt nicht mehr vorwärts. Man kann nur immer wieder die Nonnen exportieren nach Taiwan, dass sie dann dorthin gehen, ja. Und das ist natürlich immer mit, also da ist man plötzlich konfrontiert, dass alles auf Chinesisch läuft, ne. Dass man irgendwie keine, also dann muss man die ganze Sache lernen, wie man mit Stäbchen isst und wie man sich in den chinesischen Roben verneigt und so weiter. Wobei es aber viel wichtiger wäre zu lernen, wie man sich in der tibetischen Tradition entsprechend der Etikette in Klöstern verhält. Die weiß man natürlich dann in der Tradition wieder nicht und so. Also es ist nicht so wirklich so praktikabel. Und ich habe das jetzt eben in den letzten Jahren immer mehr erlebt, dass dann auch so vereinzelt aus Frankreich und aus der Schweiz und so Anfragen kamen, ob ich mir vorstellen könnte, eben auch so eine Nonnenordination hier in Europa zu geben, warum die eigentlich dann immer weg müssen. Und wir hätten doch hier schon Nonnen, die schon so lange ordiniert sind. Aber wir brauchen ja wir könnten jetzt die Shikshamana-Ordination geben, ja. Aber dann stellt sich schon die Frage, nach welcher Tradition können wir das jetzt nach der Mula, die sind ja schon als Shramanerikas in der Mula-Savastivada-Tradition ordiniert. Wenn man jetzt immer die gleiche Schule machen soll, sollen wir dann die Shikshamana-Ordination nach der Mula-Savastivada oder nach der Dharmagupta-Tradition geben, ja. Und dann kommt, ja, dann könnten wir sagen, wir machen beides, dann, damit es ganz sicher ist. Dann kommen aber andere Probleme wieder von vorhin, wo ich meine PowerPoint anhatte, wo ich jetzt nicht nochmal erklären will. Da gibt es dieses berühmte nicht offenbarende Körperliche in der tibetischen Tradition, was dann eben das wieder behindert. Und dann kommt als nächstes eben die Frage mit der vollen Ordination, welche Mönche machen dann mit uns die volle Ordination? Und die tibetischen Mönche hier in Europa, solange da nicht grünes Licht aus Dharamsala von seiner Heiligkeit kommt, werden die sich nicht trauen, mit uns so eine Ordination durchzuführen. Und westliche Mönche in der tibetischen Tradition, die möchten auch nicht ohne Zustimmung ihres Lehrers irgendwas machen, wenn es sie überhaupt gibt, ja. Also da ist einfach wirklich an der Stelle kommen wir so nicht weiter. Ja, das ist ein wirkliches Problem. Jetzt gibt's dieses gute Beispiel von der, finde ich einfach bis jetzt das Beste, von der Thupten Jinpa in Amerika. Was sie gemacht hat, ist eben, sie hat ihr eigenes Abbey aufgebaut. Ich meine, sie ist ja sehr berühmt geworden durch ihre Bücher, die sie geschrieben hat. Eine sehr beliebte amerikanische Lehrerin, ne, mit sehr hoher Qualifikation. Und sie hat eben mit Hilfe aus Singapur ein wunderschönes Kloster aufgebaut, da in der Nähe von Spokane in Amerika. Und also ich habe noch nie so einen guten Ort für Nonnen gesehen, wo die sein können, mit wunderbaren Räumen, ganz still gelegen in den Bergen und so. Und funktioniert auch so sehr harmonisch, sehr freundliches Zusammensein miteinander, ne? Und die machen jetzt so langsam die Ordinationen selber. Sie gibt sie selber, aber immer mit der Hilfe von einigen Nonnen, die dann aus Seattle kommen, die aus der chinesischen Tradition sind, ja, und machen das zusammen. Aber die volle Ordination als Bhikshuni hat bis jetzt auch noch nicht stattgefunden. Aber sie ordinieren jetzt alle in der Dharmagupta. Doch, eine volle Ordination hat auch schon stattgefunden, aber ich glaube nicht in dem Kloster. Da schicken sie noch nach Taiwan, machen sie nicht direkt in dem Kloster. Ne? Und jetzt kürzlich war auf jeden Fall eine Shikshamana-Ordination auch in Amerika. Die hat jetzt auch schon stattgefunden, war auch nicht die erste, schon einige stattgefunden. Und sie tragen aber das rote Ordensgewand, praktizieren nach dem tibetischen Vinaya und ihre Gebete so beim Essen und so, die sind immer so ein bisschen auch die Melodien gemischt, ne? Und für mich war jetzt interessant, die hatten eben so einen Kurs, Exploring Monastic Life, ne? Also wo man so monastisches Leben 3 Wochen kennenlernen konnte. Und die Leute, die dort eben miteinander waren, die waren ja viele auch relativ neu im Buddhismus, ne?
Und weil die sowieso alle kein Chinesisch und kein Tibetisch können, machte das für die eigentlich gar keinen Unterschied. Die fanden das einfach alles schön und das war denen eigentlich ganz egal, ob das jetzt aus dem Chinesischen kommt oder ob das aus dem Tibetischen kommt, ja. Und ob welche Melodien da jetzt eigentlich Chinesisch und welche Tibetisch sind, das können die auch gar nicht auseinanderhalten. Und da relativiert sich das Ganze eigentlich, ne. Und da entsteht wirklich was ganz Neues, ne. Und was jetzt aber bei manchen Tibetern ein bisschen angeeckt ist, ist, dass sie auch männliche Schüler hat. Und einer von denen, der hat dann gesagt, ne, er möchte jetzt aber in der gleichen Tradition ordiniert werden. Und der ist jetzt auch von chinesischen Mönchen ordiniert worden, trägt aber auch das tibetische Ordensgewand. Und dann kam ein Übersetzer vom Dalai Lama dort zu Besuch und fragte dann so, wer hat denn den Mönch ordiniert? Und da hieß es ja der und der chinesische Mönch. Und dann sagte der so, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das im Sinne des Dalai Lama ist. Ja. Und da ist jetzt natürlich, aber dann hat die Nonne ganz richtig, hat sie erklärt, da hat sie gesagt, ja, aber ihr habt ja gesagt, wir dürfen die Traditionen nicht mischen. Und wir brauchen ja Mönche. Und wenn die dann auch gerne das so praktizieren möchten, dann müssen eben, wenn hier in unserem Kloster, wenn wir sowohl ein Mönch als auch ein Nonnenkloster haben wollen, die müssen die ja alle in der gleichen Tradition sein, also in der Dharmagupta-Tradition. Ne? Und jetzt machen sie einfach die Dharma-Praxis, die sonstige, nach dem tibetischen und die Vinaya-Praxis nach der chinesischen Tradition. Ne? Also das ist jetzt schon das Erste, was man so erleben kann, was stattfindet. Ne? Und eine andere Möglichkeit, wo ich aber noch ganz allein stehe, ich glaube auch nicht, dass sich das in diesem Leben realisieren lässt, aber ich sage das jetzt einfach mal so frech, von dem, was ich bis jetzt an Vinaya-Texten gesehen habe, denke ich, langfristig müsste es eigentlich darauf hinauslaufen, dass Nonnen gar nicht mehr die Mönche brauchen bei der vollen Ordination. Also meiner Überzeugung nach würde das Gelübde auch entstehen, wenn es alleine von den Nonnen gegeben wird. Und das war damals vor 2500 Jahren nur, damit die Mönche die Nonnen das lernen, wie das geht, weil die noch nicht gewohnt waren, selbstständig was zu machen. Und ich habe das mal in Korea gesagt, bei einem Vortrag vor ein paar Jahren, dass ich denke, dass 2500 Jahre doch eigentlich reichen sollten, um zu lernen, wie das funktioniert. Und da sind plötzlich diese ganzen koreanischen Nonnen aufgestanden und haben alle geklatscht. Und ich habe das echt nicht erwartet. Ich hatte Angst, ob ich da vielleicht mich zu weit aus dem Fenster hänge, wenn ich das sage. Aber das waren ja alles in Korea junge Nonnen, die von den Universitäten kamen und so, die inzwischen auch eine säkulare Ausbildung bekommen haben, ne, und mindestens ihren Highschool-Abschluss brauchen, um ins Kloster einzutreten, ähnlich wie das bei uns bei den Benediktinern ist. Und das ist genau der Punkt. Die sehen das eigentlich gar nicht mehr ein heutzutage, warum das noch nötig sein sollte. Ne? Aber das wäre natürlich auch etwas, was man mit den Mönchen gemeinsam entscheiden müsste. Das Ganze bewegt sich sehr langsam und das ist jetzt mein letzter Satz. Aber Neuigkeit habe ich noch eine zum Schluss mir aufgehoben. Es gibt so eine Art kleine Fortsetzung anscheinend von Hamburg, weil ich bin eingeladen worden nach Sarnath an die tibetische Universität dort. Mein Flug ist schon gebucht, vom 9. bis 24. Januar bin ich dort. Ne, 8. bis 24. Januar. Und da findet ein Vinaya-Seminar statt, das von seiner Heiligkeit dem Dalai Lama eröffnet wird. Und sie sagen, das wäre ein historisches Seminar, wo zum ersten Mal Mönche und Nonnen aus allen drei Vinaya-Schulen zusammenkommen, um sich über den Vinaya auszutauschen. Und dann haben sie verschiedene Programmpunkte, nach denen es eigentlich nur um Ordination von Mönchen geht. Aber in dem Fließtext steht dann drin, dass die Mönche in den verschiedenen Schulen so und so viele Regeln haben und Nonnen so und so viele verschiedene Regeln haben. Und dann gibt es noch so ein Panel am Schluss Vinaya in der Moderne. Und dazu haben sie mich dann für ein Statement eingeladen, zahlen mir sogar meinen Flug dorthin. Und scheint ihnen also irgendwie doch wichtig zu sein, dass auch Nonnen dabei sind. Sagten auch, also ich weiß schon, die Chatsoman Kabelsing, Venerable Dhammananda ist aus Thailand dabei. Ich weiß nicht, wer von Korea da ist. Auf jeden Fall von all den wichtigen Leuten, die hier in Hamburg sind, hat anscheinend bisher keiner sonst weiter eine Einladung bekommen. Das macht uns alle ein bisschen nervös, weil wir einfach nicht wissen, sind das jetzt Leute, die da auch wirklich qualifiziert sind und die auch irgendwo positiv an die Sache rangehen oder nicht. Ne? Aber es bewegt sich auf jeden Fall etwas. Und als das organisiert wurde, hieß es, seine Heiligkeit wäre dann schon wieder weg. Und inzwischen heißt es, seine Heiligkeit wäre eben selber da und würde dann auch das mit eröffnen. Aber ich hörte heute auch, dass der Karmapa bis jetzt nicht eingeladen worden ist. Ne? Und von anderer Seite
Seite hörte ich, dass das Ganze eben nur auf Englisch stattfinden soll. Das heißt also, es wird mehr, glaube ich, so im Moment jetzt auf so einer akademischen Schiene, weil es ja eine Universität ist, gemacht, ja, und man will da offenbar einen anderen Personenkreis wählen. Auch das Tibetan Nuns Project ist bis jetzt nicht eingeladen worden dazu. Aber die werden natürlich, weil seine Heiligkeit vorher Unterweisung gibt, da sein. Und ich bin einfach total gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Und ja, das war eigentlich auch das. Also wenn ihr noch Fragen dazu habt, das war jetzt so das, was ich euch eigentlich von meiner Seite erzählen wollte. Entschuldigt, dass ich da einfach so mitten reingesprungen bin, ohne diese ganzen Basics nochmal zu erzählen. Ich hoffe, ihr habt da trotzdem das auf, weil es ist, ich dachte, vieles, das habt ihr jetzt schon so oft gehört, das muss ich jetzt nicht immer, ich mache schon selber gar nicht mehr hören, weil ich schon so oft erzählt habe. Ja, habt ihr dazu noch Fragen oder Anregungen auch, Empfehlungen? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man dieses mit dem Nonnen dürfen nur von Mönchen ordiniert werden, wie es hieß und wie es andererseits heißt, es müssen aber auch Nonnen dabei sein bei der Ordination. Es könnte ja sein, dass das nicht so sein muss, sondern wenn die Umstände es nicht anders zulassen, so kann ich mir das vorstellen, dass sich das entwickelt hat. Weil es, wie ich vorhin schon sagte, sicher schwierig war, immer dieses Kontingent da genau anwesend zu haben. Das ist ja eine enorme Hürde. Und dann waren vielleicht mal mehr Nonnen und mal mehr Mönche da und oder mal gar keine von beiden und dass sowas auch erlaubt ist. Und dann ist es nachher als Pflicht eingeführt worden, was eigentlich mir aus der Not heraus dann mal sowieso schon gewischt war. Mhm. Kann ich mir das vorstellen. Genau, ja. Also ich habe da eine sehr ähnliche Einstellung. Ne? Aber die Frage ist, wie man es vermittelt an Menschen, die in der Tradition stehen und die in dieser Form nicht denken, wie wir denken, die anders denken. Ne? Wir haben dieses im Westen, dass wir da furchtloser davor stehen, dass Frauen mal was alleine machen. Mhm. Jetzt waren wir, eine Meldung war hier irgendwie und dann erst Volker, ne? Ja, oder? Ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden zuerst war. Ja, dann Volker erst noch, oder? Ja, du sagtest, dass in der tibetischen Ordinationsritual gesagt wird, dass eben die Mönche und auch die Novizen sozusagen eben sich nicht vor, also den, nicht den vor Nonnen verneigen sollen. Genau, ja. Wenn das ja bei den, also für die Tibeter kann man das gut nachvollziehen, weil es ja nie voll ordinierte Nonnen gegeben hat. Das heißt, wenn die Hierarchie ist, sozusagen Mönch steht über Nonne, Nonne steht über männlichen Novizen und der steht wieder über den weiblichen Novizen, dann, und es gibt sozusagen gar keine voll ordinierte Nonne, dann ist es klar, dass eben sowohl die männlichen Mönche als auch die männlichen Novizen in der Hierarchie über den vielleicht noch vorhandenen Nonnen-Novizen stehen. Ja, aber sie schreiben explizit, obwohl, sie haben sie ja gar nicht, trotzdem schreiben sie da drin, obwohl die Gelübde einer Shikshamana und einer Bhikshuni höher sind, sollen sie sich vor denen auch nicht verneigen. Aber die hat es ja nie gegeben. Ja, eben. Aber ich meine, warum wird dann nochmal betont, dass sie sich, also obwohl es sie gar nicht gibt, ja, aber selbst wenn es sie geben würde, sollen sie sich vor denen nicht verneigen, ja. Und das ist ehrlich gesagt, machen sie sich damit ein Argument, und wir müssen einfach gucken, wie ist das in diese Texte reingekommen. Also das ist eben Teil meiner Forschungsarbeit. Ich gehe jetzt durch die verschiedenen Texte durch, also durch den Kangyur, die kanonischen Texte, ja, und dann durch die Vinaya-Texte von Gunaprabha, also die Vinaya-Kommentarliteratur, ne, auf die sich die Tibeter hauptsächlich beziehen und dann auch in die tibetischen Kommentare. Und wenn man dann eben diese entsprechenden Textpassagen, die werden ja dann immer zitiert, und dann kann man sehen, wo hat da jetzt wann welche Veränderung eingesetzt. Ist das jetzt etwas, was noch aus Indien kommt oder ist das etwas, was später im Tibetischen dazugekommen ist? Ich habe da natürlich meine Vermutungen und Beobachtungen, aber das muss man jetzt ordentlich textlich abarbeiten und wirklich genau durchgucken und sehen, was da wirklich steht. Ne? Aber ich denke, also was sie sich damit eigentlich kaputt machen, und das finde ich schade, Geshe Thupten Ngawang, das ist für mich wirklich ganz spannend, wie er das gemacht hat. Ne? Weil, also als ich damals zur Ordination gegangen bin, ich habe ja schon sehr früh
81 hatte ich meine Novizenordination und als ich die nehmen wollte, das sollte ich vielleicht kurz erzählen, da hat der Gesche Tupten mir gesagt über seinen Übersetzer, dass es da ein Problem gibt in der tibetischen Tradition, weil diese vollordinierten Nonnen nicht existieren. Und dann habe ich gesagt, wie, was heißt denn das jetzt, vollordinierte Nonnen gibt's nicht? Werde ich jetzt Nonne oder werde ich nicht Nonne? Ne? Das war so 10 Tage vor meiner Ordination. Ja. Und dann hieß es, ja, du wirst schon Nonne, aber eben keine vollordinierte Nonne. Die gibt's bei uns jetzt nicht. Und dann habe ich gesagt, bin ich dann Teil des Sangha oder nicht? Und dann überlegte der Gesche so und sagte, ja, zum Sangha gehört man schon, aber eben nicht als volles Mitglied. Ne? Und dann haben sie mir erklärt, dass es eben für Nonnen wirklich ein bisschen schwierig ist, ich mir das deswegen gut überlegen sollte und dass aber seine Heiligkeit versucht, eventuell, aber das wäre noch nicht sicher, die Nonnenordination wiederzubeleben aus einer anderen Tradition in anderen Ländern und ich wäre doch in Dharamsala gewesen und da hätte ich doch die amerikanische Nonne Kamalekshe Tsomo kennengelernt und die wüsste da genauer und der soll ich doch mal einen Brief schreiben und dann könnte ich das rausfinden. Und da habe ich dann angefangen, mit ihr mir diese Luftpostbriefe zu schicken, die dann immer ein paar Wochen unterwegs waren, damals noch nach Indien. Ne? Und aus diesen Briefen über Jahre ist dann eben das entstanden, dass ich 1985 nach Taiwan zu der vollen Ordination gereist bin. Ne? Und das war eben, ich hatte, als seine Heiligkeit 82 hierher kam, da hatte er ja auch eine Unterweisung im Audimax gegeben und ich hatte das mit organisiert und dann hieß es plötzlich spontan, wir sollten ins Atlantik zum Dalai Lama kommen und wir hätten eine Audienz. Ne? Und als ich mit Geschla draußen vor der Tür auf so einem Stuhl saß, da sagte er, Christoph hat übersetzt, da sagte er dann zu mir, ja, weißt du, wenn du jetzt drin bist, da mit deiner Frage wegen der vollen Ordination, das wäre gut, das jetzt seine Heiligkeit zu fragen. Ja, und dann, als ich drin war, habe ich ihn danach gefragt und dann hat er gesagt, ja, wir haben da schon so einen Stapel an Forschungsmaterial und schreib mal an das tibetische Department of Religion and Culture und frag mal, das soll bald demnächst publiziert werden. Dieses Material habe ich dann tatsächlich viel, viel später mal zu Gesicht bekommen. Das war immer noch so ein Stapel. Aber ist erst publiziert worden im Jahr 2000. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und auf jeden Fall hat er mir dann gesagt, wenn ich es nicht eilig hätte, dann sollte ich nochmal im Jahr später nachfragen. Und das war ja immer schwierig, seine Heiligkeit mal so zu fragen. Ne? Und das, dann habe ich eben 83 das Glück gehabt, dass ich mit Geschla in Südindien war. Da war das große Gebetsfest im Kloster Drepung. Dann hatte er wieder eine Audienz, da durfte ich mitkommen. Dann habe ich ihn wieder gefragt. Dann hat er mich aufs nächste Jahr vertröstet. Weil sie noch nicht fertig sind mit ihren Nachforschungen. 84 hatte ich dann das Glück, das war wieder ein Jahr später, dass ich nach Frankfurt Geschla zur VIP-Lounge am Frankfurter Flughafen begleiten durfte. Dann habe ich ihn da nochmal gefragt, hat er mich wieder vertröstet und dann 85 war diese Kala-Chakra-Initiation in Rikon in der Schweiz. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, also irgendwie muss das jetzt anders machen. Dann sagt er, wieder ein Jahr warten. Inzwischen hatte Christoph, Oliver, alle hatten sie ihre volle Ordination gekriegt und die waren alle nach mir ordiniert worden und ich kriegte einfach diese Ordination. Das hat mich schon gepiesackt, muss ich zugeben. Ne? Und dann bin ich eben in der Schweiz reingegangen und habe zu seiner Heimat, war auch Geschla dabei. Und da traf ich vor der Tür noch Tupten Schödin, die jetzt diese Äbtissin in Shravasti Abbey ist. Die war ja auch sehr interessiert an der Frage. Dann habe ich ihr hinterher noch das Ergebnis erzählt. Die ist dann ein Jahr später gegangen, 86. Und dann habe ich eben damit habe ich seiner Heiligkeit gesagt, also er hätte ja jetzt schon 82, 83, 84, ja, schon dreimal, ich wusste ja dreimal, ist bei den Tibetern immer wichtig, ne, ich hätte ja schon dreimal gefragt, da hätte er mich immer vertröstet und wie es denn jetzt ist. Und dann lacht er so und sagt, ja, sagt er, ich glaube, für dich ist jetzt die richtige Zeit zu gehen, ne. Und als wir draußen waren, ich war so happy, ne, und dann sagt der Gesche plötzlich, nee, sagt er, ich glaube, das ist nicht gut, wenn du dahin fährst, ne. Wie, habe ich gesagt, aber seine Heiligkeit, ja, sagt er, ich glaube aber nicht. Und da habe ich echt geheult. Da war ich richtig fertig. Ne? Und dann sagte der Gesche auch noch zu mir, dass er glaubt, dass meine Motivation nicht stimmt. Ich wollte das ja nur machen, weil ich irgendwie gleichgestellt sein wollte mit den Mönchen. Ne? Und da hat er mich natürlich an so einem wunden Punkt. Dann habe ich wieder gedacht, ah, vielleicht doch und so und stimmt meine Motivation nicht und so. Ne? Naja, auf jeden Fall habe ich da geheult und so. Und dann abends kam der Gesche und hatte dann mit Gesche Rappen und Gesche Ugin, die waren ja alle da, weil diese Kalachakra-Initiation war. Dann hat er mit den allen gesprochen. Und dann hat er gesagt, er hätte das mit seinen Lehrern gesprochen und ich hätte deren Segen und könnte dann doch gehen. Und wenn ich finanziell Hilfe bräuchte für das Flugticket, dann würde er mir helfen.
Und da habe ich dann die Erlaubnis gehabt und da konnte ich dann hinfahren, ne? Ja, das war echt schwer damals noch, ne? Da musste man diese ganzen Formulare alles auf Chinesisch einreichen und so. Das war wirklich schwierig, ne? Und wie bin ich jetzt darauf gekommen? Warum habe ich euch das erzählt? Weiß ich jetzt nicht mehr. Wie bin ich denn da hingekommen? Dazu auch zu deinem Leben. Also ich denke auch so öfters gerne über dich nach und habe ja, ehrlich gesagt, nur insgesamt 5 Jahre diese buddhistische Philosophie studiert, aber beschäftige mich immer so privat damit und manchmal kommst du mir so vor wie aus der Zeit Jetsong Kapa, wo viel zusammengekommen worden ist und dass da einfach eine neue Ordnung gestaltet wird, ja. Also, dass man einfach die Zeit zusammennimmt und vor allem, ich meine, Buddha selbst hat ja gesagt, dass wir immer wieder alles überprüfen sollen und nicht einfach glauben sollen. Und der Dalai Lama sagt ja auch immer von seinem eigenen Volk, dass da viele Leute darunter sind, die einfach keinen puren Glauben haben. Jetzt weiß ich aber wieder, wie ich da hingekommen bin. Danke. Und zwar, also was interessant war, war dann, also dann habe ich zum Beispiel erfahren, dass diese Ordination in Taiwan, dass die nur von Mönchen gegeben wird, ne? Und dann habe ich gedacht, wieso muss ich jetzt nach Taiwan? Wenn das auch nur die Mönche machen, dann können das doch auch unsere Mönche machen. Das leuchtete mir überhaupt nicht ein. Ne? Und dann hatte ich Sorge, ob das dann überhaupt alles richtig ist und das Gelübde dann auch entsteht und so. Ne? Und dann habe ich das so mit Geshe-la immer durchdiskutiert. Mein Tibetisch war ja dann auch schon viel besser zu der Zeit und dann konnte ich das auch direkt mit ihm besprechen. Und dann hat er gesagt, ja, ich soll mir da keine Sorgen machen. Seine Heiligkeit wüsste schon, was er sagt. Und wenn seine Heiligkeit sagt, ich soll da hinfahren, der wüsste das bestimmt. Und dann soll ich das mal ruhig voller Vertrauen machen? Und dann hat er immer versucht, dann habe ich gesagt, ja, aber er hat doch in dem Teaching so und so erklärt, ne? Und so, da musste er ja immer mir was sagen, was mich in meinem Vertrauen hält. Das fand ich so interessant, so spannend, ne? Und dann hat er immer überlegt, immer aus diesem Aspekt heraus, wie kann ich sie jetzt in ihrem Vertrauen halten, ne? Wenn sie das jetzt macht, dann soll sie das ja auch mit Vertrauen machen. Also immer mit dieser positiven Einstellung, ne? Und dann hat er überlegt nach Argumenten, die er geben kann, ne? Und dann hat er auch immer was gefunden aus den Schriften, ne? Und auf diese Weise, ob gewollt oder ungewollt, hat er mir im Laufe der Jahre diese ganzen Argumente gegeben, die eigentlich für eine Ordination sprechen, die aber aus dem Tibetischen kommen, ne? Also zum Beispiel, dass er dann gesagt hat, ja, der Mönchsorden steht über dem Nonnenorden. Ja, und wenn der Mönchsorden beschließt rechtskräftig, dass es in Ordnung ist, wenn das nur die Mönche machen, dann haben die zwar damit einen Verstoß gegen eine der Regeln gemacht, aber das können sie bei der nächsten Beichtfeier bereuen und das ändert nichts an der Reinheit deines Gelübdes. Da machen die Mönche, die haben damit einen Fehler nach dem Vinaya gemacht, das müssen die dann nachher bereuen, das ist ihr Problem, da musst du dir keine Sorgen drum machen. Ja? Auf jeden Fall entsteht das Gelübde, dafür haben wir Belege, das steht in den Texten drin, ne? Dass selbst wenn das passiert, die Ordination trotzdem entstanden ist. Ja? Und so, also dann hat er mir immer die Belege dafür gegeben, ne? Und das ging eben über die ganzen Jahre immer so weiter. Also immer, wenn wir da nicht wussten, wie machen wir das denn jetzt? Weil da gab es ja in der Tradition kein Vorbild für. Dann musste er sich immer was überlegen, wie das funktionieren könnte, ne? Und weil ich da mit ihm so durch diese jahrelangen Prozesse auch gegangen bin innerlich, ist mein Denken natürlich auch stark davon beeinflusst, ne? Weil ich eben... Deswegen sage ich zum Beispiel auch, obwohl das Geshe Thubten so natürlich nie erlaubt hätte, der hätte nie gesagt, das ist in Ordnung, dass Nonnen ohne die Mönche die Ordination geben, weil das im Vinaya so nicht vorgesehen ist. Ne? Aber wenn ich es jetzt eben, was vorhin von dir kam mit der Philosophie, wenn ich jetzt philosophisch rangehe und diskutiere, dann sagen die Tibeter auf dem Debattierhof, dass Mönchs- und Nonnengelübde sind von einer Natur oder von einer Substanz. Ja? Und das macht keinen Unterschied, weil, und das gibt es sogar im Pali-Vinaya, gibt es eine Stelle tatsächlich, die haben es irgendwie mit diesen Geschlechtsumwandlungen, keine Ahnung, was das ist, da steht dann, auch im Pali-Vinaya, wenn jetzt plötzlich ein Mönch zu einer Frau wird, was passiert dann? Muss er dann nochmal neu ordiniert werden? Dann fragen sie den Buddha und der Buddha sagt, nee, der muss jetzt nicht nochmal neu ordiniert werden. Die Ordination ist weiter gültig und der muss jetzt einfach die Regeln einhalten, die eine Nonne einhält, ne? Und dann umgekehrt kommt die Frage, und was ist, wenn jetzt plötzlich eine Nonne zum Mann wird? Und dann heißt es, ja, dann gehört die jetzt zum Mönchsorden, dann ist sie damit ein Mönch, ist ja jetzt ein Er, und muss nicht nochmal neu ordiniert werden, die Ordination bleibt gültig.
Und dann kommt noch die Frage, und was ist, wenn die jetzt aber gegen eine der 8 Hauptregeln einer Nonne verstoßen hat, die ein Mönch gar nicht hat? Und dann sagt der Buddha, das macht nichts, dann muss sie nur die bereuen, die sie mit den Mönchen gemeinsam hat. Und die, die sie mit den Nonnen nicht gemeinsam hat, die braucht sie dann nicht mehr bereuen. Das ist dann kein Verstoß, das ist dann damit erlassen. Und so, also wird alles genau durch einzeln so, ja, durchdividiert, wie auch immer die auf diese Idee gekommen sind. Aber das sind wirklich kanonische Belege, ja. Und die findet sich in allen 3 Vinayas, haben wir extra geguckt, ist auch auf unserer Kongress-Website hochgeladen. Es gibt's wirklich in allen Versionen des Vinaya, diese Geschichte, ja. Und das ist doch eigentlich total spannend, also das, weil das zeigt ja, dass eben dieser Unterschied wirklich nur ein körperlicher ist, ne? Und dass das Gelübde an sich eben aber genommen wird als etwas, das gleich entsteht. Deswegen denke ich, wenn das Gelübde jemand haben muss, um die Ordination zu geben, dann würde es eigentlich auch reichen, ja, egal ob es ein Mönch oder eine Nonne ist, rein technisch, ja. Es würde funktionieren, dass das Gelübde entsteht, wenn es dafür gute Gründe gibt, warum man das so macht, ne? Aber es wäre natürlich, also damit würden wir uns jetzt, weil es nicht gültiges Ordensrecht ist und es kann nicht jeder sein eigenes Ordensrecht machen, würde ich auch nicht tun, ja. Also das müsste dann wirklich einen Beschluss geben, weltweit sozusagen, dass man sagt, das können wir eigentlich aus den Schriften ableiten und deswegen regeln wir das anders, ne? Aber das ist eben etwas, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich das in meiner Generation noch erleben werde. Vielleicht dann mal die späteren, ne? Ja. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass Texte weitergegeben werden, ohne dass die soziale und soziologische Wirklichkeit der jeweiligen Situation damit einfließt. Also wir machen alle Fehler. Also das, was unter freudschen Versprechern läuft, das kann ich mir einfach so nicht anders vorstellen. Und dementsprechend liegt es auch nahe, dass Sachen dazugekommen sind oder weggefallen sind und sich einfach auch Texte viel lebendig weiterentwickelt haben. Alles unterliegt halt dem Wandel. Und das bringt mich auf den Ansatz zu sagen, okay, man könnte natürlich abgesehen von der wissenschaftlichen Ebene es nochmal auf eine praktische Ebene runterziehen und sagen, okay, wenn heute noch die Stellung der Frau im tibetischen Umfeld eben nicht ganz gleichberechtigt ist, und es ist sie ja real nicht, dann wäre das ein zweiter Ansatz, um zu gucken, wie man das befördern kann, nämlich damit irgendwie die Rolle der Frau heute im tatsächlichen Leben zu stärken und das Selbstbewusstsein der Nonnen zu stärken und dann natürlich nicht mehr für uns und unsere Generation, aber für die nachfolgenden Generationen dort irgendwie einfach diese Welle weiter irgendwie anzuschieben, die du in Korea erlebt hast. Ja, aber da gibt's eben ganz, also da gab's eine Diskussion, und wir wollen jetzt auch zum Schluss kommen, aber da gab's eine Diskussion in Chicago nach dem Nonnenkongress bei dem großen, auch sie haben auch so eine Akademie der Weltreligionen, ne, und da gab's verschiedene Vorträge, ich bin selbst nicht da gewesen, aber die Referentinnen, die da waren, haben mir ihre Vorträge geschickt und mir berichtet per E-Mail und so. Und da war eben zum Beispiel einer der Punkte, dass gesagt wurde, ja, man muss aber aufpassen mit den westlichen Nonnen, ja, dass man jetzt nicht wie so ein Kolonialherr auftritt und versucht, die jetzt irgendwie zu manipulieren, ja. Und zum Beispiel Janet Gerzo fand ich ganz interessant, die ist dann mit einer Stelle gekommen aus dem Kanon selbst und hat gesagt, guck mal hier, das steht ja nach der Gründung des Nonnenordens, ne, gibt es ja diese Geschichte, dass Ma Prajapati selber zu Buddha gegangen ist und gesagt hat, er möchte doch bitte erlauben, dass sich die Mönche und Nonnen nicht entsprechend ihres Geschlechts voreinander verneigen, also jede Nonne vor jedem Mönch, ja, sondern dass sie sich einfach entsprechend des Gelübdes, das sie halten und wie lange sie es halten, unabhängig vom Geschlecht, gegenseitig voreinander verbeugen. Und da sagt sie, guck mal, das ist eine feministische Stelle, ja, die wir schon, also das ist buddhistischer Feminismus im Kanon, ja. Da haben die Nonnen zu der Zeit schon selber rebelliert und haben gesagt, wieso sollen wir jetzt, wenn wir länger ordiniert sind, uns plötzlich vor einem jungen Mönch verneigen? Warum kann man das nicht geschlechterunabhängig machen? Weil es doch dem Urgedanken des Buddhismus widerspricht, ne? Und dann sagt der Buddha, nein, Ma Prajapati, das geht nicht, ne? Und ich denke, das spiegelt einfach die Gesellschaft wieder. Die Gesellschaft lässt das nicht zu, ja. Die werden verhöhnt, verspottet, dass sich in ihrer Religion Männer vor Frauen verneigen. Das geht einfach nicht aus ihrer Tradition heraus. Das wäre auch heute bei uns nicht so einfach, ne?
Also ich meine, noch wir sind noch in einer Generation groß geworden, wo immer der Vater bei Tisch zuerst bekam oder so, ja. Und wenn da plötzlich die Frau zuerst bekommen hätte, hätte man sich über diesen Mann wahrscheinlich lustig gemacht. Ne? Das sind so Sachen, die gehen einfach, kann man sich vorstellen, vor 2.500 Jahren nicht. Die Frage ist nur, muss man das jetzt so weiterführen? Ne? Hm? In Thomas E. Abbey ist die Morgenpraxis und Abendpraxis, da verneigt sich jeder voreinander. Also wunderschön. Ja, das war ich leider nicht dabei. Die habe ich immer gespenst, weil ich meine eigene Praxis gemacht habe. Aber das ist gut zu wissen. Ja, ich denke, das ist einfach eine schöne Geste. Und also ich habe so eine ähnliche Erfahrung gemacht, die mich also immer noch total innerlich berührt. Ne? Einer von den Mönchen, die als Referenten hier auf dem Nonnenkongress waren, der auch ein großes College, buddhistisches College leitet in Taiwan, der ist eben in dieser Chan-Tradition, ne? Und in China ist es ja auch so, dass sich immer die Nonnen vor den Mönchen und nicht umgekehrt verneigen, ne? Und dann habe ich ihn da besucht in seinem College und dann hat er mir seine Halle gezeigt, die Meditationshalle mit der Buddha-Statue. Und dann erinnerte ich mich aus meinem Training 1985 in Taiwan, dass man sich dann nicht nur vor der Statue verneigen soll, sondern auch vor dem Abt des Hauses. Und dann habe ich das nochmal so auf Englisch gesagt, ne, erklärend in der Hoffnung, das habe ich jetzt richtig in Erinnerung, und habe gesagt, also man verneigt sich ja dann nicht nur vor der Statue, sondern auch vor dem Abt. Dann habe ich angefangen, mich zu verneigen, dann sagte er, nein, lass mal. Und dann habe ich aber einfach wie in der tibetischen Tradition weitergemacht, wenn man einmal angefangen hat, bis ich die dreimal rum hatte. Ne. Und dann fing er plötzlich an und hat sich vor mir verneigt. Ja, und das hat mich total tief innerlich berührt, weil ich einfach merkte, das ist ja nicht, dass man diese, also das ist einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Man hat einfach das Gefühl gehabt, der hat das jetzt gemacht, weil er in dieser ganzen Diskussion drin ist und weil er da in eine neue Zeit gehen will, ja, wo man das eben, und das ist typisch eigentlich auch für so Leute aus dem Zen, dass die dann einfach so Konzepte kaputt hauen und einfach was anderes machen, ja. Das ist so eine ganz typische Zen-Haltung innerlich, ja, dass man dann einfach so das durchbricht, dieses Klischee, was da ist, ja, und einfach das macht, wo man denkt von Herzen, das ist vernünftig, ja. Seine Heiligkeit betont immer wieder, wenn er dieses Ritual durchmacht, da gibt's auch Bänder drüber, wo er sich noch mit einem westlichen Mönch drüber unterhält. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, aber es gibt so eine Stelle, wo er sich auch auf diese Stelle mit den Nonnen, das immer nach der Ordination oder bei den Mönchen immer gesagt wird, sie sollen keinen Respekt erweisen. Und dann sagt er, ich fühle mich jedes Mal schlecht, wenn ich das rezitieren muss. Ne? Und ich glaube, so ein Zen-Mönch, der würde an so einer Stelle einfach sagen, das rezitiere ich jetzt nicht mehr, das lasse ich jetzt weg. Ne? Ja, und das ist aber in der tibetischen Tradition, kann seine Heiligkeit das nicht einfach machen. Da sagt er, da braucht er dann wieder so einen Beschluss offiziell von allen Mönchen oder der Mehrheit der Mönche. Ne? Und das macht das Ganze so schwierig. Ne? Was ist eigentlich mit dieser Nonne passiert, die in Amerika das nun einfach gemacht hat, was ja eigentlich so quasi in so einer Grauzone sich bewegt bis zum Verbotenen? Nein, das überhaupt nicht. Das ist nicht Grauzone, das ist nicht verboten, das ist alles ganz legal. Ja. Theoretisch könnte ich das machen, aber wir haben ja gar kein Kloster hier. Die hat eben... Was ist mein? Also ist einfach mal zu tun. Ja, theoretisch. Also es war wirklich so, ich war in Taiwan auf einem Kongress für Ausbildung von Nonnen. Und da war ich auch, das habe ich jetzt kürzlich das Buch gekriegt, deswegen komme ich darauf, haben sie jetzt veröffentlicht. Und da hatten sie dann also nach meinem Vortrag jemanden als Responder, also jemand, der geantwortet hat auf meinen Vortrag, sich das vorher schon durchgelesen hatte und... Die sagten dann auch so am Schluss, ja, sie würden sich das wünschen, dass ich hier ein Kloster in Europa gründe, ne? Aber ich sehe das einfach nicht, weißt du? Ich sehe einfach nicht, dass die Bedingungen dafür da sind, weil du kommst wirklich von einem Problem ins andere rein. Weil das muss ja von der, wenn du diese Anbindung an das Zentrum hast, hier ans tibetische Zentrum oder irgendein anderes Zentrum, dann muss es ja wirklich irgendwo auch im Einvernehmen mit der Tradition geschehen. Und da muss dann auch wirklich die Tradition dahinter stehen. Ne? Und sonst wirst du ständig als ein Störenfried angesehen, der jetzt irgendwas macht, was nicht Tradition ist. Ne? Also in Geshe Thupten Ngawangs Zeiten, der war anders in der ganzen Diskussion drin. Ne? Da hätte man das vielleicht noch eher
Aber auch da war es schon, also ich erinnere mich an ein Interview, was er für Tibet und Buddhismus gegeben hat, wo eben auch so ein Satz dann kam, so ähnlich wie, das war kurz, glaube ich, bevor er gestorben ist, nicht mehr lange davor, ne? Wo er dann gesagt hat, aber wir wollen doch realistisch bleiben, es gibt ja noch nicht mal ein Mönchskloster, wie soll es dann ein Nonnenkloster geben, ne? Also ich denke, das ist einfach, das hätte man natürlich noch weiter diskutieren können, wenn einem das wirklich wichtig gewesen wäre, und da hätte er vielleicht auch noch mal seinen Standpunkt geändert, ne? Das ist ja immer eine Frage so des Dialogs auch, und dass man im Gespräch bleibt und das hin und her erwägt, ne? Ja, das ist, wir kommen eben zu bestimmten klösterlichen Ritualen zusammen. Und dann sind wir eine Klostergemeinschaft, aber ein Kloster, da gibt's im Winner ja eigene Definitionen, wann etwas ein Kloster ist, ne? Und der Definition entsprechen wir nicht. Wir sind eine klösterliche Gemeinschaft, aber kein Kloster. War der Buddha ein Mönch, bevor der ist so ordiniert hat, oder war er ein erläuterter Laie? Der Buddha? Ja, das ist eine interessante Frage. Ne, da ist ja, also nein, da kann ich auch was drauf antworten, aber nur als Historikerin, ist schon 9 Uhr. Das ist jetzt wirklich der letzte Satz. Also der, es gibt eine sehr interessante Arbeit von Professor Oberlies aus Göttingen, ist der jetzt. Und der hat gearbeitet hauptsächlich so zu der vedisch-brahmanischen Zeit, also der vorbuddhistischen Zeit. Und da hat er auch mal in der Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung, da kann man sich das auch runterladen, seinen Vortrag, der ist dort auf der Website vom Zentrum für Buddhismuskunde, wenn man Oberlies eingibt, ne, dann kriegt man das. Der hat so über das Asketentum in der Zeit vor dem Buddha gesprochen, ne? Und da wird eben deutlich, und das kann man auch aus anderen Texten sehen, die aus vorbuddhistischer Zeit stammen, dass es eben Bhikshus und Bhikshunis, auch in der Jain-Tradition zum Beispiel, schon vor dem Buddha gegeben hat, ne? Und das heißt, also die haben auch ähnliche Regeln gehabt, und das war einfach so ein Muster, was man übernommen hat für das Asketentum. Und dann gab es aber Abweichungen. Eins erinnere ich zum Beispiel, dass der Buddha, dass in dieser vorbuddhistischen Zeit die Asketen sich besonders strengen Regeln ausgesetzt haben, ne? Und zum Beispiel immer dann auf Almosengang einmal am Tag gegangen sind, wenn der höchste Stand der Sonne war, also wenn es am heißesten war, um das Ganze noch so ein bisschen schwieriger zu machen, eben Askese, ja. Und der Buddha hat dann so diesen mittleren Weg gelehrt und hat gesagt, man sollte, bis der höchste Stand der Sonne erreicht ist, fertig sein mit dem Almosengang, ja. Also das sind immer so kleine, aber feine Unterschiede zwischen den Traditionen, ne? Aber das Grundmuster ist eben übernommen worden, ne? Und das Interessante, was man bei uns beobachten kann, ist hier auch als Westler, da ertappe ich mich selber immer wieder bei, ist, dass wenn wir den Buddhismus und seine monastische Tradition betrachten, wir eigentlich auch, ich bin früher immer wirklich mit meinem christlichen Vorstellungskonzept von Klosterleben rangegangen. Und gerade durch die Flüchtlingshilfe, die ich ja auch 25 Jahre im tibetischen Zentrum betreut habe, war ich dann über manche Dinge im Kloster wirklich irritiert, weil ich dachte, wie, das sind doch Mönche, das kann doch nicht sein, dass da manche was zu essen haben und andere nicht und die irgendwie gar nicht gemeinsam alles teilen oder so. Wie kann das denn sein, dass die in einem Haus im Kloster reich sind und im anderen sind die arm? Und das passt überhaupt nicht in mein christliches Konzept von klösterlichem Leben, dass sowas überhaupt möglich ist, ne? Und da muss man eben dann immer wieder gucken, wie ist das eigentlich im Buddhismus erklärt und wie konnte es dazu kommen, zu so einer Entwicklung, ne? In einem Theravada-Kloster oder chinesischen Kloster wäre das so nicht möglich, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Aber das hat eben auch wieder mit der speziellen Konstellation in der tibetischen Tradition zu tun, ne? Ja, vielen Dank, dass ihr so engagiert zugehört habt. Vielen Dank. Gewadie kirukun sunam jishe tsokokshin sunam jishe lejung vittampakuni topa shu.